So, Aufzeichnung ist gestartet. Ich wünsche allen einen schönen Abend und herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung MFA, Multifaktor-Authentifizierung. Der Roman, der da auf zwei Bildschirmen, zwei Kameras erscheint, der wird uns diesen Vortrag halten. Wir haben den schon einmal geplant gehabt, eine Woche vorher, und jetzt verschoben. Da ist leider dann ein Missgeschick passiert, sodass man sich längere Zeit nicht hat anmelden können, weil der 15. schon vorbei war. Ich habe vergessen, den Anmeldeschluss nachzusetzen. Das habe ich dann gemacht. Seither ist aber auch niemand nachgekommen. Also wir werden mit der Anzahl von Teilnehmern das Auslangen finden müssen. Ich wünsche uns einen schönen Abend. Roman, dein Part. Dankeschön. Ich wünsche auch einen schönen Abend allerseits. Ja, ich habe letzten Donnerstag wäre ich im Zug gesessen. Da ist das Internet nicht so stabil. Deswegen wäre das nicht möglich gewesen. Wir starten da heute mit Multifaktor-Authentifizierung. Ich erkläre kurz einmal, worum es da heute gehen soll. Ich habe im Prinzip einen ungefähr gleich langen Theorie- und einen gleich langen Praxispart. Schaut zwar jetzt nicht so aus. Schaut aus, wie wenn der Praxispart wesentlich länger ist, aber es sind ziemlich genau die gleiche Anzahl von Folien. Das heißt, ich möchte zunächst einmal ein bisschen auf die Theorie eingehen. Das heißt, wie funktioniert das überhaupt? Welche Möglichkeiten habe ich? Und dann in der Folge schauen wir uns in der Praxis, habe ich einige der Dienste ausgewählt und habe einiges so herumprobiert, auch die letzten Tage. Und ich merke gerade, ich habe was vergessen. Ich muss dann nachher noch was holen kurz. Ja, da werden wir eine kurze Pause zwischen Theorie und Praxis von einer Minute machen. Ich habe nämlich noch ein bisschen Hardware vergessen, wichtige Hardware. Gut, beziehungsweise ich muss sie gleich holen, weil die brauche ich schon bei der Theorie. Ganz kurzen Moment nur. Kein Problem. Ich nehme nicht an, dass du es davonlaufen wirst für länger. Hat jemand von denen, die anwesend sind, schon irgendwas mit Zwei-Faktor-Authentisierung gemacht? So. Zwei-Faktor, also ist das, wo man sich einmal anmeldet, dann wird man zurückgerufen und dann muss man noch einmal sich anmelden. Also wenn man zurückgerufen wird, dann ist es nicht das, wovon wir reden, dann ist es eine spezielle Lösung vom Anbieter. Also zum Beispiel eine Bank oder so. Ja. Genau. Das kann auch sein. Also wo die Bank von mir will, dass ich mich erst einmal mit dem Fingerabdruck anmelde und dann noch einmal über irgendeine Applikation. Das ist auch eine Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit, keine Frage. Ja. Ich werde das alles besprechen jetzt gleich. Ja, kommt gleich. So, gut. Aber ich habe es absichtlich Mehrfaktor-Authentifizierung genannt, weil teilweise gibt es wirklich... Oder großteils ist es eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, aber es gibt einige Fälle, wo es wirklich drei oder sogar vier Faktoren gibt. Gut, ich habe mittlerweile meine Hardware schon mitgebracht. Also ich muss die noch da von einem Schlüsselbund kurz runter tun. Ja. Die Hardware dauert noch kurz einen Moment, aber so. Aha. So, damit man es leichter herzeigen kann und es nicht so klimpert nachher. Gut. Okay, so. So, jetzt haben wir das. Gut, das ist die Hardware, die zeige ich dann nachher im Detail her. Ich lege die schon mal da bereit. So, gut, zunächst einmal zur Theorie. Worum geht es letztlich? Ja, es geht darum, dass die Zugangsberechtigung zu einem Dienst über mehrere Faktoren überprüft wird, also mehr als einen Faktor. Normalerweise kennen wir die klassische Authentifizierung mit einem Faktor, das heißt normalerweise Kennwort, ja, das ist das Typische. Das Problem ist mit Kennwörtern, die sind halt nicht wahnsinnig sicher. Wir wissen alle, dass die Benutzer dazu neigen, dass sie Kennwörter wiederverwenden, dass sie einfache Kennwörter verwenden, ja, und so weiter und so fort. Und sie können, selbst wenn ich das super komplexe Kennwort habe, können sie natürlich ausgespäht werden. Ja. Ich sage jetzt nur einmal, man sitzt in der U-Bahn und tippt das Kennwort auf dem Handy ein, ja, und meistens schaut man nicht unmittelbar, wer einem hinter einem steht. Und dann kann das Kennwort natürlich auch ausgespäht werden, muss aber nicht in der U-Bahn sein, es kann auch im Zug sein, das kann auch auf irgendwelchen Veranstaltungen sein, möglicherweise sogar in der eigenen Wohnung, ja, so, oder im eigenen Zuhause.
Bei der Multifaktor-Authentifizierung ist es nun so, dass zusätzlich ein zweiter Faktor ins Spiel kommen muss. Es gibt typischerweise vier mögliche Faktoren, die typischerweise überprüft werden. Das heißt, entweder sprechen wir von Wissen, das ist das klassische Kennwort oder eine PIN. Dann vom Besitz, ich muss irgendein Gerät besitzen, wie zum Beispiel ein Mobiltelefon, ja, oder einen solchen Sicherheitsschlüssel, den werde ich dann im Detail herzeigen. Ja. Das ist auch eine Form des Besitzes. Auch ein Laptop an sich kann auch so ein Besitz sein. Und dann gibt es Inhärenz, das heißt etwas, was man sozusagen immer bei sich hat, ja, und inhärent die Person identifiziert. Das ist beispielsweise die Gesichtserkennung oder ein Fingerabdruck. Ja. Und ein vierter Faktor, der wird nur relativ selten verwendet für die Überprüfung, ist natürlich der Ort. Ja. Den werden wir dann in ich sage es jetzt gleich, was Ort ist. Ort wird typischerweise, klassischer Fall des Ortes ist, bei Azure Active Directory gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, das nennt sich Conditional Access einzustellen, dass die Anmeldung zu bestimmten Diensten nur von bestimmten Orten, sprich IP-Adressen oder anderen Orten, geografischen Orten in etwa möglich ist. Oder wenn die Anmeldung von einem bisher unbekannten Ort erfolgt, dass dann die Anmeldung zum Beispiel zusätzlich überprüft wird oder verweigert wird oder ähnliches. Das heißt, Ort ist relativ selten, aber kann natürlich auch sein. Im Grunde kennen wir aber Ort insofern, ja, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist tatsächlich, ja, ein Beispiel für so etwas, wo Ort verwendet wird, ist zum Beispiel die eigene Wohnung. Ja, also wenn man da aufsperrt, wie authentifiziert man sich? Man besitzt etwas, nämlich den Schlüssel zur Wohnung, ja, und der Schlüssel kann nur in einen bestimmten Ort eingesetzt werden, nämlich bei der Wohnung selber. Das heißt, niemand kann zum Beispiel aus der Entfernung normalerweise eine Wohnung aufsperren, es sei denn, man hat solche smarten Türschlösser. Ja, dann schaut die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Das heißt, auch da haben wir eigentlich beim normalen Wohnungsschlüssel oder Hausschlüssel haben wir eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ja, wenn wir diese Kriterien hier in Betracht ziehen. Problem ist, bei Kennwörtern haben wir bei klassischer Kennwort-Authentifizierung nur eine Ein-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, wenn jemand das Kennwort von uns weiß, den Benutzernamen und das Kennwort, der Benutzername ist meistens öffentlich oder sehr leicht herauszufinden oder halb öffentlich, muss ich daher nur das Kennwort haben. Und dann kann das auch normalerweise remote ausgenutzt werden. Das heißt, wenn jemand jetzt mein Facebook oder mein Google oder mein Microsoft-Kennwort weiß, dann könnte er ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung sich von überall in der Welt bei dem jeweiligen Dienst anmelden. Und das ist schlecht, das wollen wir nicht. Das heißt, wir sprechen also meistens von Zwei-Faktor-Authentifizierung, wenn wir Multifaktor verwenden. Und da gibt es jetzt so einige typische Kombinationen, die typischerweise auftreten. Die eine typische Kombination ist, oder häufig ist, Wissen und Besitz. Das heißt, ich muss etwas wissen und ich muss etwas besitzen. Beispiel, das Kennwort wird eingegeben, ja, und die Anmeldung muss auf einem vorher autorisierten Gerät bestätigt werden. Wer ein erste Bankkonto hat oder ein Sparkassenkonto, der kennt diese S-Identity-Anwendung möglicherweise. Ja. Wobei, da ist es sogar so, das ist eigentlich dann nur, ja, da muss man unter bestimmten Umständen eine PIN eingeben, ja, wobei nicht einmal das, ja, das ist eigentlich schon fast nur mehr ein Faktor, ja, was da verwendet wird. Aber da wird halt die Anmeldung noch zusätzlich auf einem Gerät bestätigt. Das schauen wir uns dann nachher an in einem Beispiel. Dann ein anderer Weg ist, auf einem vorher autorisierten Gerät muss die PIN eingegeben werden. Das kann auch sein, dass ich zusätzlich eine PIN eingeben muss, ja, auf einem vorher autorisierten Gerät. Und es ist de facto die häufigste Form der Multifaktor-Authentifizierung. Dann gibt es den Fall Besitz und Inhärenz, das heißt die Authentifizierung, ja, durch ein vorher authentifiziertes Gerät wird kombiniert mit biometrischer Abfrage, ersatzweise PIN, dann Wissen und Besitz. Ja. Das heißt, ein Beispiel dafür ist Windows Hello, das werde ich nachher noch behandeln, ja, was wir auf den modernen Windows-Versionen haben, ist eine etwas modernere Form der Multifaktor-Authentifizierung, hat den großen Vorteil, auch das später nachher noch genauer, dass ich kennwortlos arbeiten kann. Und wenn ich kennwortlos arbeiten kann, hat das einige Vorteile, die wir dann nachher besprechen werden. Und dann gibt es auch noch den Fall mehrfacher Besitz. Ja.
Das heißt, One-Time-Passwords werden auf verschiedenen Kanälen gesendet, zum Beispiel gleichzeitig mit verschiedenen Kennwörtern, also verschiedene Pins, SMS und E-Mail. Ja, man kriegt einen Pin per SMS und einen per E-Mail an eine E-Mail-Adresse und muss beides mal sozusagen einen virtuellen Besitz bestätigen, nämlich, dass ich die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse habe. Das ist bei der Anmeldung zu Diensten eher unüblich, dass sowas verwendet wird. Das wird typischerweise bei Rücksetzungen von Kennwörtern verwendet. Wenn man irgendwo klickt, ich habe mein Kennwort vergessen und so weiter, da wird das relativ oft verwendet. Da wird aber auch zum Beispiel Wissen und Besitz oft verwendet. Das heißt, oft gibt es ja diese berühmten Sicherheitsfragen. Also wie war der Nachname deiner Schwiegermutter und solche Sachen. Und dann wird die, oder Schwiegervater oder was auch immer, und dann wird die das weiß man, ja, und dann wird häufig dann noch irgendein Code auf eine vorher definierte Telefonnummer oder Ähnliches geschickt. Davon zu unterscheiden ist das, was auch relativ modern ist mittlerweile, ist die Authentifizierung über virtuellen Besitz. Ja? Das heißt, die Funktionsweise, ich gebe in einer Anwendung meine Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, ja? Und der Anbieter sendet ein One-Time-Passwort an den angegebenen Kontakt. Ein Beispiel dafür ist Hot, macht das zum Beispiel beim Dienst, ne? Also wenn man sich eine Kundenservice von Hot, von einem Provider anmelden möchte, ja? Dann kriegt man per E-Mail oder per SMS, glaube ich, gibt es auch die Möglichkeit, einen Code, mit dem man sich authentifiziert. Ein anderer Fall, wo ich mich jetzt gerade angemeldet habe, ist die Warmit-Thermen in Österreich, die haben so ein Vitality-Club, so ein Kundenbindungsprogramm, und das ist, da wird auch über Mobiltelefonnummer, über SMS geschickt. Ja. Das ist per Definition keine Multifaktor-Authentifizierung, weil es nur ein Faktor ist, der überprüft wird. Nämlich, es wird quasi nur der Besitz der E-Mail-Adresse oder der SMS geprüft, ja, oder der Telefonnummer. Das ist aber immer noch besser als eine Kennwort-Authentifizierung, muss man dazu sagen, ja, weil Remote-Angriffe doch einigermaßen erschwert werden. Ne? Das heißt, das muss man schon, wer mein Telefon stehlen oder mein E-Mail-Konto übernehmen. Gut, E-Mail-Konto übernehmen geht vielleicht remote, ja. Das ist, aber es ist trotzdem ein zusätzliches Hindernis, was ich hier aufbaue. Das heißt, das ist besser als ein Kennwort, aber keine Multifaktor-Authentifizierung. Ja? Ein anderer Fall, den wir haben, ist, wenn ihr kennt, das habt ihr alle wahrscheinlich gemacht in den letzten Monaten, ziemlich oft alles googelt, ja, was jetzt eingestellt wird, wenn man sich da angemeldet hat, ja, dann hat man Benutzername und ein Kennwort eingeben müssen, glaube ich, Benutzername war es gleich, oder E-Mail-Adresse oder so, irgendwas, also in der Form von Benutzername und Kennwort, und dann hat man zusätzlich noch einen Code per E-Mail zugeschickt bekommen. Das ist natürlich per Definition wieder eine Multifaktor-Authentifizierung, ne? Weil ich muss die E-Mail-Adresse besitzen und das Kennwort wissen. Ne? Gut. Wie wird nun Multifaktor-Authentifizierung in Hardware implementiert oder in Software typischerweise? Das eine ist die Authentifizierung über ein sicheres Gerät. Das werden wir dann nachher besprechen gleich, kommen gleich im Detail. Dann die Authentifizierung über eine App auf einem sicheren Gerät, dann One-Time-Passwords, ja, und die Genehmigung über eine App oder einen Telefonanruf. Das sind mögliche Implementierungen. Das schauen wir uns jetzt im Detail an. Das eine ist das erste Mal Authentifizierung über sicheres Gerät. Das ist eigentlich, habe ich deswegen als erstes genommen, weil das die meisten täglich oder sehr häufig in den letzten 40 Jahren verwendet haben, nämlich die Bankomatkarte habe ich hier abgebildet. Das ist tatsächlich eine Form der Mehrfaktor-Authentifizierung, ja, weil ich hier ein sicheres Gerät habe. Das heißt, das ist die Bankomatkarte bzw. der Chip drauf. Ja. Und ich das Wissen, nämlich eine PIN. Ja? Und nur mit dieser Kombination kann ich Geld von meinem Bankkonto abheben. Ja? Und das ist eine Mehrfaktor-Authentifizierung. So, und jetzt beende ich da mal kurz die Bildschirmfreigabe auf dieser Folie und werde da was anderes freigeben gleich an der Stelle. Ich werde das nachher herzeigen an einer anderen Stelle. Was wir hier sehen, abgebildet ist, ich habe solche Dinge hier auch liegen, die werde ich euch nachher im Detail zeigen, sind FIDO2-Schlüssel. Ja, die werden wir nachher genauer besprechen. Hier halte ich sie mal in die Höhe, schauen so aus. Ja, kann man auch in die Kamera so halten. Ja, so, check. So, ja, das sind diese FIDO2-Keys, da brauche ich eigentlich so super mit der Kamera. Wunderbar. Und das sind diese Dinge.
Und die sind relativ preisgünstig zu bekommen. Die gibt es um ungefähr 30 Euro, ja, kosten die beiden Exemplare. Es gibt auch deutlich teurere. Ich glaube, um 20 Euro kriegt man mit etwas Glück auch schon welche, solche Schlüssel. Das ist im Grunde von der Funktionsweise ähnlich der Bankomatkarte, nur dass sie einen USB oder andere Anschlüsse haben. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Und auch die kann ich zur Authentifizierung bei Diensten verwenden. Das ist interessante Sache natürlich, weil ich das auf verschiedensten Geräten verwenden kann. Dazu gleich später mehr. Wie funktioniert das Ganze? Das heißt, ich verbinde typischerweise das Gerät mit irgendeinem Lesegerät. Bei der Bankomatkarte stecke ich es in die Bankomatkasse rein oder in den Bankomaten, ja, und ich gebe einen PIN ein. Bei diesen Dingern muss ich es halt ins Gerät hineinstecken. Ja. Früher, vor 20 Jahren war relativ in, ja, und noch immer in manchen Firmen in, sind so Smartcards, was im Grunde auch wie Bankomatkarten sind, zur Computeranmeldung, auch das ist natürlich gleiche Funktionsweise. Das heißt, ich verbinde das sichere Gerät irgendwie mit einem Lesegerät, dem USB-Anschluss und so weiter und gebe einen PIN ein. Die PIN verlässt typischerweise das Gerät nicht. Das heißt, was heißt es, das Gerät nicht? Natürlich, wenn ich die PIN bei den kleinen, bei diesen FIDO2-Keys, bei diesen hier, auf den, muss ich am Computer eingeben. Das heißt, ihr findet natürlich eine verlässt die PIN insofern das sichere Gerät, ja, weil ja die PIN über die Computertastatur eingegeben wird. Ja. Das heißt, rein theoretisch könnte man einem Keylogger oder ähnlichen die PIN jetzt abfangen. Aber das Wichtige ist, das ist kein Kennwort. Das heißt, die PIN wird nicht übers Netzwerk gesendet in irgendeiner Form. Was diese PIN de facto macht, sie schaltet im Grunde frei eine Funktion auf dem Chip, die es ermöglicht, sie schaltet im Prinzip die Funktion frei, dass der Private Key da drauf ist, ein Public-Private Key-Prinzip, dass der Private Key hier eine Operation durchführt, typischerweise irgendetwas verschlüsselt, eine zufällige Zeichenfolge. Ja? Aber ich will jetzt gar nicht so sehr in die mathematischen Details da hineingehen. Das Ganze. Wichtig ist nur, die PIN wird nicht übers Netzwerk gesendet. Die PIN ist daher direkt bezogen auf dieses Gerät. Das Zweite, was wir haben, ich habe das mit ein paar Screenshots dargestellt, ich werde das nachher hoffentlich noch live zeigen können, ist die Authentifizierung über App auf einem sicheren Gerät. Das heißt, das Ganze läuft so ab. Ja, hier habe ich es mit dem Microsoft Authenticator, das ist das beste Beispiel dafür. Ich habe hier im Prinzip eine Kombination aus Besitz und Inhärenz. Ja, das heißt, ich muss nichts mehr wissen. Ja. Manchmal wissen, ich komme gleich dazu. Ja. Das Gerät muss vorher autorisiert werden. Das heißt, ich muss mit dem Microsoft Authenticator, das werde ich nachher auch machen bei einem Konto, muss ich vorher sozusagen meinem Konto dort hinzufügen, muss sagen, dieses Gerät ist jetzt bekannt. Ja. Das werden wir dann sehen, wie das gemacht wird, relativ einfach. Über Einscannen von einem QR-Code typischerweise. Und dann wird zusätzlich das One-Time-Passwort wird auf einem Gerät eingegeben. Das heißt, wir schauen das Ganze schaut folgendermaßen aus. Wenn ich mich zum Beispiel bei Microsoft im Azure Active Directory anmelden möchte bei mir, dann sieht man das, was hier auf der Folie unten dargestellt wird. Ja, bekomme ich diese Meldung hier, ja, Genehmigung, Anmeldung, Genehmigen und diese Zahl angezeigt. Das ist eine zufällige zweistellige Zahl. Jedes Mal eine andere. Und die muss ich mir nicht merken und ist auch völlig sinnlos, sich die zu merken. Und auf dem Gerät selber, und das ist jetzt die Abbildung links oben, ist es jetzt so in der Authenticator-App, ja, werde ich auch gefragt, möchten Sie sich anmelden? Und da muss ich jetzt diese Zahl eingeben. In dem Fall müsste ich also jetzt 48 eingeben. Ja. Also ich bekomme eine Benachrichtigung, das sieht man rechts oben, ja, die tippe ich zum Beispiel, das ist ein iPhone, und dann gebe ich hier links diese Zahl ein, sage ja. Und dann, wo ich keinen Screenshot machen konnte, ist, wird zusätzlich noch wird es freigeschaltet durch eine biometrische Funktion auf dem Smartphone, auf dem sicheren Gerät. Was heißt es? Bei einem iPhone zum Beispiel Face ID, bei einem Android-Telefon auch eine Form der Gesichtserkennung oder eines Fingerabdrucks beispielsweise. Und wenn das nicht möglich ist und dann tritt sozusagen als Fallback das Wissen in Kraft, dann muss ich meinen Gerätecode eingeben. Wichtig ist der Gerätecode, das heißt die PIN, die ich zum Entsperren vom Telefon verwende, nicht irgendein Kennwort von dem jeweiligen Dienst. Ja, auch das verlässt natürlich dieser Code das Gerät nicht und wird nicht übers Netzwerk geschickt. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Das ist also die Form, wie das mit dieser Authentifizierung auf dem sicheren Gerät erfolgt. Das ist das, was wir auch unter passwortlos verstehen, was natürlich eine super Sache ist. Ja.
komme ich gleich noch dazu, warum passwortlos super ist. Man sieht, ich brauche hier gar kein Kennwort. Ich muss nur meine E-Mail-Adresse eingeben, ja, und ich bekomme dann dieses Fenster mit Anmeldung genehmigen und der Rest ist dann am Telefon. Ja, dann etwas, was viele von euch vielleicht kennen, ja, vielleicht mal früher oder jetzt noch in Firmen verwenden oder verwendet haben. Das sind diese One-Time-Passwords, die so mit so Schlüsselanhängern generiert wurden. Dieses RSA Secure ID sind da sehr verbreitet gewesen in Firmenumgebungen hauptsächlich. Ja. Auch hier muss das Gerät vorher in irgendeiner Form autorisiert werden. Das heißt, ich muss das registrieren, ja, bei einem entsprechenden Server. Und das erfolgt vollkommen ohne Internetzugang. Ja. Das ist der Nachteil übrigens, noch etwas, was ich hier brauche, ist, das habe ich vergessen, ja, muss ich online sein, damit es funktioniert. Das heißt, das Smartphone muss online sein. Ja. Es funktioniert nicht, wenn ich im Flugmodus bin beispielsweise. Gut, aber hier zu den One-Time-Passwords hier. Das heißt, wir haben hier Wissen und Besitz. Ja. Das heißt, ich muss vorher ein Kennwort eingeben bei der Anmeldung und ich muss zusätzlich jetzt das One-Time-Passwort, das heißt diesen Zahlencode, der mir auf diesem Schlüsselanhänger angezeigt wird, auf diesem RSA Security eingeben, damit beweise ich, dass ich dieses Gerät auch besitze. Dieser Code auf dem Gerät ändert sich, ich glaube, einmal in der Minute ist das. Ja. Genau. Das Ganze kann auch über eine App mittlerweile erfolgen. Das ist das Typische, ja, dass das mittlerweile über eine App, das schauen wir uns dann nachher an, erfolgt. Ja. Hier ist eventuell, wenn man die Authenticator-App hat, gegenüber diesen Secure-IDs einen Vorteil, nämlich viele Authenticator-Apps, zum Beispiel die Microsoft Authenticator-App, erfordern noch zusätzlich eine Authentifizierung, dass sie überhaupt diese One-Time-Passwords anzeigen. Das heißt, diese alten Secure-IDs, ja, da ist es so, wenn ich die natürlich jemandem klaue, wenn ich es schaffe, zum Beispiel vom Herbert das Kennwort auszuspähen und der lässt seinen Schlüsselbund irgendwo auch noch zusätzlich liegen, ja, und ich klaue ihm halt diese Secure-ID, dann kann ich mich trotzdem als der Herbert anmelden, nicht physisch. Ja. Das würde bei einer Authenticator-App auf einem Smartphone nicht mehr so leicht funktionieren, weil er hat ja erstens sein Smartphone gesperrt, ja, und unter Umständen, selbst wenn er es offen liegen hat und vergessen hat zu sperren, wird die Authenticator-App, erfordert meistens auch noch eine Form von Authentifizierung, das heißt ähnlich wie wir es vorher besprochen haben, Fingerabdruck oder Gesicht oder was auch immer, ja, das heißt, ich werde kaum eine Chance haben, als der Herbert mich da jetzt anzumelden, selbst wenn ich ihm sein Mobiltelefon klaue, auf dem die App läuft. Was wir jetzt noch haben, ist, diese One-Time-Passwords können auch über alternative Kommunikationskanäle zugeschickt werden. Ja. Eine Möglichkeit ist es per SMS, ja, das zweite ist Telefonanruf und das dritte ist E-Mail. Diese Formen gelten nicht so ganz als sicher oder sind nur so mittelprächtig sicher. Am unsichersten ist das Zusenden von Codes über SMS. Das Problem von der SMS, von der zusätzlichen Authentifizierung über SMS ist, dass es relativ einfach ist in Österreich und in Deutschland beispielsweise, ich weiß nicht von anderen Ländern, ich weiß von diesen beiden Ländern, in Österreich und in Deutschland, es ist relativ einfach, sich ein Multisim ausstellen zu lassen. Das heißt, wenn ich von euch die Telefonnummer weiß, von irgendjemandem von euch, und ich bin ein Wiederverkäufer von den Mobilfunkanbietern, dann kann ich ohne euer Wissen mir eine Duplikat-SIM mit eurer Telefonnummer ausstellen lassen. Davon kriegt sie nichts mit, die als Haupt-SIM registrieren. Ja? Und ich bekomme in dem Moment alle SMS, die ihr bekommt. Ja? Und zwar statt euch. Ja? Das heißt, es fällt heutzutage relativ selten auf oder relativ spät auf, weil heute nicht mehr viel über SMS kommuniziert wird. Früher ist es ein bisschen besser gewesen. Ja? Da hat man sich dann gewundert, dass man keine SMS mehr kriegt. Heute ist es ein bisschen schwieriger, weil halt alles über WhatsApp oder Telegram oder andere Dienste oder Signal und so weiter läuft und nicht mehr über SMS. Ich weiß nicht, wie viel SMS ihr pro Tag bekommt, aber ich bekomme in der Woche vielleicht eine. Das heißt, mir fällt es relativ spät auf, dass ich kein SMS kriege. Und das ist das Problem. Das heißt, hier ist bei SMS tatsächlich ein Remote-Angriff möglich, ja, bei der Multifaktor-Authentifizierung über SMS, wenn ich vom Opfer die Telefonnummer kenne. Und tatsächlich ist es so, dass ich immer wieder lese, auch auf Facebook und so weiter, PayPal ist so ein schönes Beispiel. PayPal-Konten werden ziemlich häufig auf diese Art übernommen. PayPal erfordert zwar meines Wissens eine Multifaktor-Authentifizierung, aber erlaubt eben eine Authentifizierung oder ich glaube, es verpflichtet sogar die Möglichkeit, dass man das einrichtet über SMS, was ich einigermaßen schlecht finde. Und damit bin ich natürlich angreifbar, ja, mit der SMS.
Der Telefonanruf, ja, ist dann so eine Alternative dazu. Das heißt, ich werde angerufen und mir wird der Code am Telefon vorgelesen. Und da ist es allerdings so, dass es ein bisschen besser, weil da bei einer Multisim wird die, George, ich habe deine Hand gesehen, komm, nenne ich gleich dran für eine Frage. Beim Telefonanruf ist es so, dass ja mein Telefon trotzdem noch klingelt. Das heißt, wenn ich merke plötzlich, ich kriege ständig irgendwelche Telefonanrufe und die dann sofort abschnappen und so weiter, ja, könnte ich vielleicht misstrauisch werden und Verdacht schöpfen. Ne? Das ist also eine Sache, das heißt, das ist ein bisschen besser als das mit SMS. Ja? Aber noch besser ist es natürlich meine Festnetztelefonnummer, weil da gibt es sowas wie Multisim meines Wissens noch nicht. Ja? Das heißt, das ist ein bisschen besser über die Festnetztelefonnummer. Das heißt, wenn ihr so eine Funktion nutzen wollt, dann nutzt, wenn möglich, eine Festnetztelefonnummer. Ich weiß, das haben nur mehr ganz wenig Leute. Gut. Georgi, du hast eine Frage gehabt. Ich verwende Handyparken und da wird ein PayBox-Konto verwendet zur Abrechnung. Mhm. Und wenn ich nachsehen will auf dem PayBox-Konto, welche Buchungen sind, wird auf mein Telefon angerufen und ich muss über die Tastatur einen vorher definierten Code eintippen. Welche Form ist das? Das ist eine relativ sichere Form. Das ist im Prinzip Wissen und Besitz. Das heißt, du musst die Telefonnummer wissen und du musst die Telefonnummer besitzen und den Code wissen. Ja, das ist also auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das kenne ich auch. Das ist insofern besser, ist eine relativ gute Form und relativ sichere Form, weil hier die Gefahr, dass die PIN ausgespäht wird, ja, relativ gering ist, weil du die PIN ja niemals in einen Computer oder ähnliches eingibst, ja, sondern nur über das Telefon überträgst. Ja. Genau, trotzdem ist es theoretisch natürlich möglich, dass diese PIN noch ausgespäht wird. Nicht? Also ganz optimal ist es nicht, aber es ist definitiv von all diesen Formen über alternative Kommunikationskanäle wahrscheinlich die beste. Ja. Danke. Wo ich eben meine Bedenken habe, sehr viele Banken lassen noch über SMS eine Authentifizierung als zweiten Faktor zu. Ja, das ist etwas, die Raiffeisen, glaube ich, zum Beispiel. Das finde ich zum Beispiel äußerst fahrlässig eigentlich. Ja. Dann ist E-Mail, das ist auch noch eine Möglichkeit, die es gibt, das werden wir uns auch noch anschauen, wird mittlerweile nicht mehr selten genutzt, ja, wie sicher das per E-Mail ist, dass ich einen Code zugeschickt bekomme, separat wie bei alles googelt, das war ja das Beispiel. Es ist natürlich sehr stark von der Sicherheit des E-Mail-Kontos abhängig. Ich behaupte einmal, dass bei alles googelt es gar nicht so sehr um das Absichern des Kontos gegangen ist, sondern mehr darum, dass jedes Mal überprüft wurde, ob diese E-Mail-Adresse auch tatsächlich existiert. Und zwar jedes Mal, weil ja dorthin auch dann die Befunde geschickt wurden, ne, dass die Leute nicht dann anrufen und sagen, ich habe meinen Befund nicht bekommen und dann stellt sich heraus, die E-Mail-Adresse ist nicht mehr gültig, weil das sie haben eine Firmen-E-Mail-Adresse angegeben und haben mittlerweile die Firma gewechselt. Ne? Deswegen glaube ich, dass dort weniger die Sicherheit im Vordergrund gestanden ist, sondern die jeweilige Überprüfung der E-Mail-Adresse bei jedem Testvorgang. Ne? Deswegen war das E-Mail war im Prinzip eine durchdachte Sache bei denen, ja? Finde ich. Ja? Gut, dann gibt es eine Sonderform, die es eigentlich nur bei Microsoft gibt. Das ist wieder eine Geschichte, Genehmigung über App oder Telefonanruf. Ja. Das heißt, hier wird nicht mit One-Time-Passwords gearbeitet, sondern ich muss die Anmeldung nur genehmigen. Das heißt, ich gebe mein Kennwort ein, ganz normal. Im Grunde ähnlich wie beim One-Time-Passwort, nur muss ich dann dieses One-Time-Passwort nicht mehr eingeben, sondern ich muss in der App lediglich bestätigen, ja, genehmigen, die Anmeldung ist okay. Ja. Das Ganze kann auch über einen Rückruf auf einem Telefon erfolgen. Ja. Das heißt, da muss man dann die Raute-Taste drücken, nicht? Und dann sagt man, ja, das ist meine Anmeldung. Die Gefahr bei dieser Geschichte ist, ja, grundsätzlich ist es eine super Sache und gut und sehr gut, ja, allerdings hängt es natürlich sehr von der Mitarbeit des jeweiligen Benutzers ab. Ja. Das heißt, wenn ein Benutzer grundsätzlich dazu neigt, einfach alles abzunicken und zu genehmigen, was auf seinem Telefon für Meldungen kommen, ja, dann ist das natürlich ein Problem. Ja. Oder speziell bei den Telefonanrufen gibt es bekannte Fälle, dass man einfach so oft probiert, bis dem Anwender es auf die Nerven geht, ja, und er das genehmigt, damit es endlich der Telefonterror ein Ende hat.
Dagegen hat Microsoft mittlerweile Maßnahmen ergriffen, ja, dass also hier über Telefon nur eine begrenzte Anzahl an Authentifizierungsversuchen in einem bestimmten Zeitraum möglich ist. Erstens einmal. Zweitens einmal hat Microsoft eingeführt, dass man auf dem Telefon auch eine Meldung, ich glaube, man kann die Sterntaste oder so drücken, wenn ich es in richtiger Erinnerung habe, um eine Betrugsmeldung zu machen, eine automatisierte. Und dann wird diese, wird die Location, von wo das gemacht wird und so weiter, wird, glaube ich, dann gesperrt bei Microsoft oder so. Ja? Also das ist auch möglich. Ich habe das gleich einmal den Fall gehabt und da habe ich das dann gesperrt, ne, diese Geschichte. Und das dann war Ruhe auch. Ja? Georgi? Bank Austria Internet. Ja, Bank Austria Internet Banking arbeitet auch so, da kommt über die App, die man installieren muss, die Frage nach der Freigabe. Dann sagst du einfach, ja, ich war das, die Anmeldung und passt schon. Genau, richtig. Da wird vorher nach einem Kennwort gefragt, noch in der Anwendung oder nicht? Nein. Okay, dann ist es eigentlich nur eine Einfaktor-Authentifizierung. Ne? Ja, Entschuldigung, ich muss mich natürlich auf der Webseite anmelden. Auf der Webseite nach einem Kennwort, ja. Genau. Ja, Kennwort und Benutzername und Kennwort. Dann ist es genau das, ja, richtig, ja. Da wird dann zusätzlich auch noch bei den Banken wird meistens so ein Code angezeigt am PC und in der App dann, ja, um zu checken, ob das wirklich die Anmeldung ist, ja. Man kennt es auch vom digitalen Amt beziehungsweise von der Handysignatur, ja, wenn man die hat. Ja, das ist, dort läuft es genauso ab. Ja. Wobei, da muss man, ja genau, Kennwort gibt man auf der Webseite ein und genehmigen tut man dann in der App. Ja. Das ist auch ein Beispiel dafür. Das heißt, ihr seht, ihr verwendet oder viele von euch verwenden schon Multifaktor-Authentifizierung in der einen oder anderen Form, meistens, weil man dazu gezwungen wird. Heute soll es aber darum gehen, das dort zu verwenden, wo man noch nicht dazu gezwungen wird. Ja? Aber es ist interessant, dass ihr im Prinzip alle schon Erfahrung damit habt, nicht? Wahrscheinlich. Ne? Okay, gut. Genau, ich habe das jetzt hier ein bisschen bewertet, ja? Und zwar mit in Bezug auf Sicherheit und Bequemlichkeit. Das heißt, wie viel Sicherheit ist, wie sicher ist das Ganze? Gibt es irgendwelche Szenarien, wo das vielleicht ein Problem sein kann? Und das Zweite ist die Bequemlichkeit. Ja? Ich habe das hier dargestellt, die Sicherheit mit Schlössern und die Bequemlichkeit mit Sofas. Das in Relation gesetzt. Bequemlichkeit bedeutet, ist, wie viele Schritte muss der Anwender machen, beziehungsweise was muss er sich alles merken, ja, sich anmelden zu können. Und was man hier sieht, ist, also die höchste Sicherheit hat natürlich das One-Time-Passwort über die App, ja, weil hier wird unter Umständen sogar ein dritter Faktor herangezogen. Ja, das ist im Prinzip das Beste. Dicht gefolgt von der Genehmigung über die App, ja, mit leichten Abstrichen, weil hier die Leute da versehentlich auf Genehmigen klicken, was aber fast nicht möglich ist, weil da auch meistens noch eine Authentifizierung, eine inhärente auch noch erfolgt, beziehungsweise die Authentifizierung rein über das Gerät oder rein über die App, das heißt die passwortlose Authentifizierung und die passwortlose Authentifizierung über eine App, ja, die wir uns dann anschauen werden, ja, das ist tatsächlich eigentlich heutzutage der Goldstandard, auch wenn es um eine Spur weniger sicher ist als das One-Time-Passwort über die App, aber ihr seht, das gewinnt sehr, sehr stark durch die Bequemlichkeit, ja. Und man muss immer abwägen und Relation setzen, wie bequem ist es für den Benutzer, ja, und wie sicher ist es, ja, und eine Kombination aus beiden, und das haben wir bei der Authentifizierung über die App, eine Kombination aus beiden ist einfach der Goldstandard, weil das eben die Geschichte ist, ich sehe gerade, die erste Bank-App ist auch zwei Faktor, ja, man muss noch was anderes machen, ja, sorry, war ein Fehler von mir, dass ich das Ein-Faktor-Authentifizierung gekriegt habe. Also das ist zum Beispiel die erste Bank, ist S-Identity von der erste Bank, ist ein Beispiel dafür, Authentifizierung über die App auch, oder Microsoft, wenn wir es uns dann anschauen, und das ist der Goldstandard, weil es kann was immer um eine Spur sicherer sein, keine Frage, ja, aber wenn es für den Benutzer unbequem ist, ja, dann kommen wieder Fehler drauf. Und bei dem One-Time-Passwort über die App, ja, diese Authenticator-App, wo dann ständige Codes angezeigt werden, muss der Benutzer vorher sein Kennwort eingegeben haben. Ja, also du bei George bei der Bank Austria zum Beispiel. Ne? Und das Problem dabei ist, ja, dass natürlich, ja, die Gefahr besteht, dass du dieses Kennwort woanders schon mal verwendet hast und oder das Kennwort ausgespäht wird in irgendeiner Form, ja, und dann ist es de facto, ist dieser Faktor nichts mehr wert, ne? Und das ist also das Problem bei dieser Authentifizierung bei dem One-Time-Passwort. Gut, jetzt gleich die Argumentation.
Microsoft insbesondere, derzeit eigentlich als einzige Firma in meinen Recherchen, ja, propagiert sehr, sehr stark die sogenannte passwortlose Authentifizierung. Ja. Und die haben sehr, sehr gute Argumente dafür, warum sie das propagieren. Sie wollen im Prinzip, sie sagen, ich glaube, 2023 haben sie, ich habe schon 2022 ausgerufen, aber ich glaube, jetzt haben sie es auf 2023 verschoben, haben sie gesagt, sie wollen schon 2022, sie wollen das Jahr 2022 zum Jahr der kennwortlosen Authentifizierung machen. Ja, dass wir alle spätestens ab 2023 keine Kennwörter brauchen, zumindest bei Microsoft-Diensten. Für mich persönlich ist das auch aufgegangen. Ja, also ich verwende bei Microsoft-Diensten schon eine ganze Weile keine Kennwörter mehr. Und auch bei Windows keine Kennwörter mehr. Und der Vorteil ist, ich habe also, das Problem ist, warum passwortlos? Natürlich, die Benutzer haben eine Tendenz zu einfachen Kennwörtern und damit ist das Passwort nicht mehr viel wert. Zweitens, die Tendenz zur Wiederverwendung von Kennwörtern, das Ausspielen von Kennwörtern ist möglich, ist immer jederzeit möglich, ja. Und jetzt haben wir das, und das allergrößte Problem ist für Firmen insbesondere, was ich nicht unter Kontrolle habe. Ja, ich habe das in Seminaren mit Firmenkunden, habe ich das diskutiert, dieses Thema. Und gesagt, ja, und das Kennwort und das darf nicht zu Microsoft kommen oder keine Ahnung was. Ja. Also und das Kennwort und das Login ist ja meines etc. und das gehört der Firma und nicht dem Benutzer und so weiter. Blödsinn. Ihr könnt es. Das Kennwort ist das geistige Eigentum des Benutzers im Grunde. Ja? Und im Grunde könnt ihr als Firma oder als in eurer Familie oder was auch immer, könnt ihr nicht verhindern, dass irgendein Familienmitglied, ein Angestellter einer Firma oder was auch immer, das gleiche Kennwort, das er in der Firma verwendet, auch bei irgendeinem anderen Dienst verwendet. Was weiß ich, bei Adobe, bei Dropbox, bei Google oder was auch immer. Da gibt es ja keine Kontrolle drüber. Was ist der Schaden? Naja, es gibt immer wieder Angriffe auf diese Dienste und dann werden Kennwörter abgesaugt in irgendeiner Form und werden ins Netz gestellt. Ne? Und dann ist es halt nicht nur das Benutzerkennwort und das Privatproblem von dem Benutzer, dass ein privates Google-Kennwort dort steht, sondern es ist auch ein Problem für die Firma, weil das eben auch das Kennwort für seinen Firmenaccount ist. Ne? Und wenn er in der Firma allerdings oder bei Microsoft zumindest kein Kennwort mehr hat und er weiß es gar nicht mehr, das Kennwort, ja, und er hat gar keins, ja, dann ist es auch keine Gefahr, dass er es irgendwo wiederverwendet. Und das ist eben das Argument von Microsoft, ja, für die kennwortlose Authentifizierung, ja, dass wenn ich etwas gar nicht habe und nicht kenne, ja, dann kann ich es auch nicht wiederverwenden und dann besteht auch nicht die Gefahr, dass es in irgendeiner Form ausgespäht wird. Gut, dann eine Diskussion, die häufig geführt wird und die oft von Vereinen wie dem VKI und so weiter empfohlen wird. Ja, und das ist, dass man Authentifizierungsfaktoren oder App auf unterschiedlichen Geräten möglichst haben sollte. Beispiel empfiehlt der VKI, kein Electronic Banking nicht auf dem Handy zu machen, wenn dort die Authentifizierungs-App läuft. Ja. Beispielsweise, dass man eben nicht die George-App am gleichen Handy installiert wie die S-Identity-App. Ja. Ich habe mit ein bisschen recherchiert, diese Empfehlung ist durch nichts gedeckt wissenschaftlich. Ja. Der Sicherheitsgewinn, dass man das nicht auf einem gemeinsamen Gerät hat, ja, ist nicht messbar. Und ein Beispiel ist, nicht einmal die Banken selber empfehlen das, ja, und ein Beispiel ist, dass ja sogar die Authentifizierungsfunktion bei vielen Banken, bei der Erste Bank nicht, aber bei vielen Banken sogar in die App direkt integriert ist. Ein Beispiel ist die N26 Bank, ja, die hat das, glaube ich, als erstes gemacht, ja. Die Elba, ja, also die Elba-App von der Raiffeisen beispielsweise, die kombiniert auch beides in der gleichen App, ja. Und die Easybank, ich nehme an, die BAWAG auch, in der habe ich keine Erfahrung, die Easybank macht das auch, wobei bei der Easybank gibt es die Autorisierung, die Freigabe von Buchungen erfolgt dann teilweise noch über eine separate App mit Codes, relativ umständlich, ja. Das ist nicht sehr anwenderfreundlich, was die Easybank macht, ja. Das ist also, die machen das also auch. Das heißt, auch die Banken sehen darin eigentlich keinen Vorteil, das getrennt zu haben. Ja. Warum ist es so? Ja, de facto, warum gibt es keine Authentifizierungs-Apps für PCs? Ja, ganz einfaches Argument ist, der PC ist inhärent unsicher, ja, genauso wie der Mac. Ja. Das Konzept des Personal Computers kommt aus einer Zeit vor Internet und so weiter, wo es darum gegangen ist, im Prinzip so wie für Hobbyisten etwas zu schaffen, auf dem ich das frei programmierbar ist.
Die Smartphones, die modernen, sind nicht mehr frei programmierbar. Das heißt, wenn ich eine App auf ein Android oder auf ein iPhone draufbringen will, dann sind relativ viele Schritte erforderlich. Ja. Bei Android muss ich sozusagen das erst einmal freischalten, dass ich freie eigene Apps drauf spielen kann. Beispielsweise bei iPhone brauche ich einen Entwickler-Account, da muss ich sogar Geld einwerfen ein bisschen. Nicht viel, aber doch, damit ich da meine eigenen Apps draufbringen kann. Das heißt, diese mobilen Betriebssysteme sind relativ abgeschottete, sehr gut abgeschottete Enclosures, mehr oder weniger Security Enclosures, und bieten vor allem eine sehr starke Abschottung der Apps untereinander. Ja, das heißt, während auf einem herkömmlichen PC können Apps untereinander relativ frei kommunizieren miteinander. Ne? Beispielsweise, wenn man kann ein Excel in ein Word-Dokument einbinden und so weiter. Und das ist auf einem mobilen Betriebssystem in dieser Form nicht möglich. Das heißt, sie können hier Apps nur über sehr gut definierte Schnittstellen miteinander kommunizieren. Und deswegen ist es hier, sind die hier sehr sicher. Das heißt, meine persönliche Empfehlung ist, ja, macht euch nicht zu sehr den Kopf zerbrechen, ist, soll ich jetzt ein zweites Handy haben für die Authentifizierung und das Banking, ja, dass ich da zwei Handys verwende oder so etwas. Das ist meiner Meinung nach völlig übertrieben, ja, auch wenn man das immer wieder von irgendwelchen Arbeiterkammer oder VKI-Experten selbsternannten hört. Ja. Gut. Jetzt kommen wir zum ersten kleinen Höhepunkt und jetzt gibt es ein bisschen was zum Herzeigen an Hardware. Ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet und angeteasert, das sind diese FIDO 2 Schlüssel. Die gibt es in verschiedenen Formen, Bauformen. Und zwar unterscheiden sich die im Wesentlichen in zwei Faktoren, ja, nämlich einerseits diese physischen Schlüssel durch die Anschlüsse, die sie haben. Jetzt zeige ich die mal von der anderen Seite, halte die Kamera. Ja. Schauen wir es mal so. Andersrum ist besser. So, es sind also zwei Schlüssel, die sind technisch praktisch ident, unterscheiden sich nur durch den Anschluss. Das eine ist der USB-A-Anschluss. Das ist jetzt, glaube ich, aus eurer Sicht der linke, ja, wenn ich das richtig sehe in der Kamera. Und das zweite ist der USB-C, das ist die USB-C-Version davon. Das sind also hier zwei Schlüssel. Es gibt diese Schlüssel auch noch ganz vereinzelt Micro-USB, das ist allerdings relativ selten. Dann etwas häufiger mit Lightning-Anschluss, ja, wenn man es in der Apple-Welt verwenden möchte. Und dann gibt es das Ganze auch noch, und das können die beiden auch noch, das steht da, glaube ich, ja, irgendwo sogar drauf. Wir schauen, aber ich weiß, dass sie es können. Ja, es ist gleich, oh, es ist durch so kleine. Sitzt da in diesem goldenen Teil drinnen, ich weiß nicht, ob man das sieht, da sind so kleine so Funkwellen angedeutet, ja. Die können auch beide NFC, ja? Das heißt, das Ganze geht auch drahtlos auf bestimmten Geräten, also über NFC, so muss ich es halten, so, wie man das gut sieht. Man sieht, die haben auch ein Loch, dass man so einen Schlüsselanhänger dran geben kann und so weiter. Also das ist diese Geschichte mit den mit diesen Security Keys. Die kosten, glaube ich, diese NFC und USB-Variante. Was hier haben, gibt es, glaube ich, bei Amazon um ca. 30 Euro. Das sind die YubiKeys, das sind verbreitet. Die ich hier habe, ist, die verlangen eine PIN. Ja, ich glaube, die Länge der PIN ist frei wählbar. Ich habe bei mir, glaube ich, eine achtstellige PIN drinnen, bei beiden. Und so weiter. Es gibt auch welche, die mit Fingerabdruck funktionieren, die sind dann deutlich teurer. Ja? Das schaut so aus, als ob das ein Fingerabdruckleser wäre bei denen, das ist aber de facto nur so eine touchsensitive Fläche da oben drauf. Also das ist kein Fingerabdruckleser, auch wenn es so aussieht. Ja? Das ist nur eine Touchfläche. Und das ist also diese Geschichte. Das heißt, die mit Fingerabdruck sind deutlich teurer. Ich weiß nicht, ob das die Sicherheit wirklich erhöht, der Fingerabdruck, ja, gegenüber der PIN. Aber ist so. Gut. Also das ist eine Möglichkeit, sich mit einem sicheren Gerät zusätzlich zu authentifizieren, die wir uns gleich anschauen werden. Und das Zweite ist, es gibt auch die Möglichkeit, Geräte zu verwenden, und zwar praktisch jedes Android-Smartphone, ja, mit NFC oder Bluetooth, und das ist praktisch alles, kann als NFC-Schlüssel verwendet werden. Das funktioniert fast immer. Ja. Ich habe keinen Dienst gefunden, wo es nicht funktioniert, aber ich glaube, es gibt welche, oder einen Dienst, glaube ich, ich weiß aber nicht mehr welchen, wo es nicht funktioniert hat, ja. Und bei ausgewählten Diensten kann auch funktionieren, dass man mit einem iPhone arbeitet als Authentifizierungsschlüssel. Zum Beispiel bei Google geht es. Bei Microsoft funktioniert auch, dass man sich mit einem, und bei GitHub auch, mit einem Windows-PC
mit TPM verwende. Im Prinzip ist ein Windows-PC auch so ein FIDO 2-kompatibler Schlüssel. Das wird nur von vielen Diensten so nicht akzeptiert. Ja. Und ein MacBook theoretisch auch, ja, modernes MacBook. Auch das wird von vielen Diensten nicht akzeptiert, ja, als Gerät, als sicheres Gerät. Ja. Was für mich ein bisschen unverständlich ist, aber es ist so, da müssen wir halt so akzeptieren. Also meines Erachtens nach können Sie diese Schlüssel verwenden. Das Coole ist daran, so einen Schlüssel kann man für eine nahezu beliebige Anzahl von Diensten verwenden. Die sind ein bisschen begrenzt im Speicherplatz. Ja. Ich glaube, auf einem von denen passend ist, kann man für 20 Dienste verwenden. Da gibt es irgendwo ein Maximum, muss ich mal die Spezifikationen ausgraben von denen. Die teureren können dann teilweise, ich glaube, es gibt welche, die bis zu 200 Dienste unterstützen und mehr. Ja, das ist ein bisschen vom Speicherplatz von den Dingen abhängig, was da halt für ein Chip drauf ist und so weiter. Aber 20 Dienste sind für die meisten mehr als ausreichend. Das ist also eine Sache, die ihr verwenden könnt. Ja. Wie gesagt, das ist ganz nett. Ja. Gut, dann möchte ich noch ein Konzept vorstellen aus der Theorie, bevor wir dann in die Praxis schreiten. Das ist das App-Converter. Und zwar nicht alle Client-Anwendungen bei jedem Dienst unterstützen Multifaktor-Authentifizierung. Ja. Diese Sache App-Converter wird hauptsächlich bei Diensten verwendet oder ist möglich, ja, die irgendwelche fremden Clients zulassen. Das sind beispielsweise Microsoft mit Outlook. Ja. Das ist aber auch Google. Und Apple, das sind eigentlich die drei, wo ich das also festgestellt habe. Und diese drei Client-Anwendungen, und wenn ich dort einen Client verwende, ich will zum Beispiel einen Thunderbird verwenden, um ein Google-Mail-Konto abzurufen, ja, dann kann es sein, wenn ich das über IMAP 4 oder was vermache, ja, dass das über Multifaktor-Authentifizierung nicht funktioniert. Was man dann machen kann, ist beim jeweiligen Dienst, man kann sogar das App-Kennwort einrichten. Ja, das können wir dann nachher auch noch anschauen in der Praxis als ein Beispiel, zum Beispiel bei Google. Ja. Und zwar kann ich da, es ist de facto nichts anderes, als wenn ich mit meinem Benutzer ein normales Kennwort wieder assoziiert. Es wird aber automatisch generiert, ist damit ein sicheres Kennwort. Das kann nicht wiederverwendet werden, ja, und sollte auch nicht wiederverwendet werden. Und dieses Kennwort ist und ich kann mehrere Kennwörter mit meinem Konto assoziieren. Das heißt, es gibt sogar die Empfehlung, dass man, wenn man das macht, ja, dass man so ein App-Kennwort für jedes Gerät und für jede App anlegt. Das heißt, beispielsweise, wenn ihr Thunderbird auf drei Geräten verwendet, dann solltet ihr auch drei solche App-Kennwörter für jedes Gerät verwenden, wo Thunderbird läuft, ja, generieren. Die sollte man sich auch nicht notieren. Das heißt, das Ganze funktioniert typischerweise so, dass man da sagt, ich möchte ein App-Kennwort, dann gibt man dem irgendeinen Namen und dann wird dass man es identifizieren kann und dann wird dieses Kennwort einmalig angezeigt auf der Webseite. Und dann gibt man das unmittelbar in den jeweiligen Client ein. Ja. Am besten merkt man sich das nicht. Man speichert es nirgendwo, man schreibt es nirgendwo auf. Ja. Alles nicht nötig. Ja. Denn wenn das Kennwort vergessen wird und man den Thunderbird neu einrichten muss beispielsweise, dann löscht man einfach das alte App-Kennwort von Google beispielsweise und legt ein neues App-Kennwort an, ja, für diesen Client. Das kann man jederzeit wiederholen, diesen Vorgang. Das heißt, es ist völlig sinnlos, sich diese App-Kennwörter irgendwie zu speichern, zu merken oder auszudrucken. Ja. Und ich kann diese App-Kennwörter einzeln auch wieder löschen, ja, damit deautorisiere ich das Gerät oder die App. Das heißt, wenn ich in mein Google-Konto reinschaue und ich sehe da App-Kennwörter drin, dann schaue ich nach, habe ich das Gerät überhaupt noch? Nein, das ist irgendein uraltes iPad, ja, von vor 5 Jahren, das ich schon lange nicht mehr verwende. Und das brauche ich nicht mehr, also lösche ich es raus zur Sicherheit. Das kann man dann machen. Ja. Oder ich verliere ein Gerät oder es wird kaputt, dann löscht man einfach das App-Kennwort raus oder dementsprechend App-Kennwörter. Gut. Letztes Konzept dann noch, ja, bei sehr vielen Diensten, vor allem bei konsumentenorientierten Diensten, gibt es sogenannte Wiederherstellungscodes, die werden entweder automatisch generiert und es wird euch gleich empfohlen, die zu speichern oder zu drucken oder irgendwo auszulagern, oder ihr könnt es über Konto dann einsehen und dort auch ablegen. Manchmal ist nur ein Wiederherstellungscode, manchmal werden gleich 10 generiert, das ist je nach Dienst unterschiedlich, ja. Die Empfehlung ist, gedacht ist es, dass ihr die eigentlich ausdruckt tatsächlich nach Möglichkeit und an einem sicheren Ort hinterlegt, zum Beispiel in einem Tresor oder so etwas. Ja. Der Kontozugriff ist mit diesen Wiederherstellungscodes auch dann möglich. Das heißt, diese Wiederherstellungscodes sind dann so ein zweiter Faktor. Das sind quasi wie einmalig generierte One-Time-Passwords, also wie vorgenerierte One-Time-Passwords. Das heißt, die sind dazu gedacht, wenn ihr euren zweiten Faktor, eure App oder was auch immer verliert. Ja.
Das ist also diese Wiederherstellungscodes. Und da ist auch die Empfehlung, sobald ihr Multifaktor-Authentifizierung einrichtet, dass ihr euch diese Wiederherstellungscodes nach Möglichkeit also ausdruckt und die irgendwo an einem sicheren Ort hinterlegt. Okay, das war mein Theorievortrag. Gibt es bis hierher Fragen? Ist das im Chat? Na, da ist noch Bankzugang. Der Chat ist leer, die Zuschauer und Teilnehmer sind tot. Naja, ich sehe schon, dass sie aufmerksam zuhören, also zumindest die Kamera eingeschaltet haben. Ja. Tun zumindest so, ja. Sie haben das gut in der Schule geübt. Ich hätte eine Frage. Ja, gerne. Und zwar, es ist so viel über Passwörter gesprochen worden. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten damals im Rechenzentrum die Möglichkeit, dreimal unser Passwort falsch einzugeben und danach war es gesperrt. Ja. Da mussten wir entweder persönlich zum Sicherheitsbeauftragten gehen oder anrufen oder wie auch immer und uns das Passwort zurücksetzen lassen. Ja. Ist das nicht eigentlich eine viel sicherere Methode als eine unheimlich langdauernde und diese komische Zwei-Faktor-Authentifizierung mit dem SMS dort und dann E-Mail da und dann dort da und ja. Ja. Also danke für die Frage, ist eine super Frage, ja, weil es in vielen Firmen immer noch so üblich ist, ja, dass nach 3 oder 5 Versuchen oder 10 Versuchen das Konto gesperrt wird. Ja. Nein, es ist nicht sicherer, es ist sogar unsicherer. Es ist immer die Frage der Definition von Sicherheit. Es ist die absolute Katastrophe, dass man die mal machen kann. Ja. Deswegen empfehle ich jeder Firma, das auszuschalten, ja, diese Funktion. Sie ist standardmäßig in Windows, glaube ich, noch eingeschaltet. Ich begründe das auch kurz einmal. Der Grund ist folgender, und da gibt es einige Firmen, wo das schon passiert ist. In dem Moment, ja, wo die Kennwörter, eigentlich braucht man gar nicht, also ganz schlimm ist es, wenn dieses Kennwort auch verwendet wird, dass ich Benutzer beispielsweise vom Homeoffice per VPN in die Firma einwählen. Das heißt, irgendein Remote-Zugang in die Firma, ja. Dann ist es die absolute Katastrophe. Aber selbst ohne dem kann das in größeren Firmen eine ziemliche Katastrophe sein. Der Grund ist ganz einfach, ja. Angenommen, ich möchte die Firma an Alarm legen, ja, dann brauche ich ausschließlich eine Liste von Benutzernamen, ja, brauche nicht einmal alle Benutzernamen, sondern halt von wichtigen Benutzern, insbesondere von den Administratoren. Und diese Namen sind sehr häufig über Social Engineering oder teilweise sogar öffentlich auf der Webseite ableitbar, ja, weil sehr oft ist diese E-Mail-Adresse oder ähnliches, ne? Und dann muss ich nichts anderes machen, als ein Skript laufen zu lassen, das absichtlich falsche Kennwörter, fehlgeschlagene Anmeldeversuche gegen die Firma ausführt. Ja. Das kann ich auch intern machen, beispielsweise, wenn ich ein frustrierter Angestellter bin. Und damit sind beispielsweise die UMV ist einmal gleich fast 2 Tage lang fast komplett gestanden, was ich weiß. Ja, deswegen, ja, weil so etwas intern gelaufen ist von irgendeinem Mitarbeiter-PC. Ja. Der ist halt irgendwie gekündigt worden, wollte seine Frust abladen und hat das also dann gemacht, ja, so etwas, nicht? Und hat die Firma 2 Tage lahmgelegt. Deswegen ist das, diese automatische Kennwortsperre ist ein Einfallstor für eine Klasse, für die schlimmste Denial-of-Service-Attacke, die man sich als Firma vorstellen kann eigentlich. Ja. Der einzige Weg ist, alles vom Netz zu trennen, denn die Herkunft dieser Anmeldeversuche dann zu identifizieren, ja, das zu sperren und dann langsam wieder hochzufahren im Netz. Ja. Und das Problem ist, es ist so einfach, das schafft jeder in einem Programmieranfängerkurs, ja, diesen Angriff. Da brauche ich nicht high sophisticated. Ja. Das schafft wahrscheinlich jeder HTL-Schüler nach der ersten Klasse, ne, diesen Angriff zu programmieren. Und das ist also der Grund. Der zweite Grund ist natürlich, geht es jetzt weniger um Firmen, sondern wenn man jetzt das betrachtet im Bankenumfeld oder schlimmer bei so großen Diensten wie Google oder Microsoft, ja, stell dir vor, den Benutzersupport leisten zu müssen, ja, wie viele Leute da ständig ausgesperrt würden. Ne? Das heißt, die bräuchten wahrscheinlich tausende Leute oder hunderttausende Leute in Callcenter, nur um die Leute zu entsperren. Und dann ist auch die spannende Frage, wie willst du das remote machen? Ne? Du hast ja selber erzählt, ja, du bist dann zum Admin gegangen im Rechen von deiner Firma, ja, und der hat dich persönlich gekannt und hat dein Konto wieder entsperrt. Ne? Wie willst du das bei einem Dienst wie Google oder Microsoft oder Apple machen? Ne? Also du müsstest vielleicht einen Ausweis hinschicken und so weiter. Bürokratiemonster. Ja? Das gab es ja früher. Früher gab es das ja bei der Erste Bank auch. Damals ist es noch über Modem war. Und
Die haben also den Code neu zugeschickt. Ja. Ja. Und damals hat jeder genau aufgepasst, dass er ja den richtigen Code verwendet und ja nicht den falschen. Ja, die Banken haben das auch gemacht, ja. Machen wir es auch mittlerweile im Zeitalter, die noch Kennwörter verwenden, ja, die machen das noch, aber zum Beispiel die erste Bank, ja, die hat da jetzt mittlerweile auch ein automatisiertes Verfahren mit der Bankkarte zum Beispiel, wo man sich so einen Code ausgeben kann, ja. Also das ist auch eine Sache der Einsparungen. George, es gibt auch noch eine andere Geschichte in dem Zusammenhang, die ich kennengelernt habe, dass nämlich, wenn man dreimal was falsch eingibt, nicht wie bei der SIM-Karte, dann braucht man einen anderen Code, um das zu entsperren, sondern dann weigert sich schlicht und einfach das Gerät, wo man die Ding eingibt und wegschickt. Auf der anderen Seite weigert sich das Ding, in den nächsten 15 Minuten einen weiteren Login-Versuch zu machen oder ähnliches. Genauso funktioniert das auch bei uns auf der Clubcomputer-Seite. Genau. Das ist eine ganz gute Funktion. Ja, das Problem ist, dass das immer noch nicht, also die meisten Kennwörter sind Brute Force-Attacken, ja, wo Kennwörter ausprobiert werden, sind heute mittlerweile relativ selten geworden. Ja. Was eher gemacht wird, ist sogenanntes Password Spraying. Ja, und da hilft das alles nichts dagegen. Ja. Password Spraying heißt, ich habe ein Kennwort in einer Liste, das halt relativ verbreitet ist, ja, und ich probiere das jetzt einfach, dieses eine Kennwort gegen alle Benutzer vom Club Computer aus, in der Hoffnung, dass irgendeiner von diesen Benutzern dieses Kennwort verwendet hat. Und das ist zum Beispiel durch solche Maßnahmen relativ schwer zu verhindern, ja, und mit hoher Wahrscheinlichkeit kommt man dann auch irgendwo rein, ja, also ich sage mal, der Angriff, der berühmte bei der Kärntner Landesregierung, ist angeblich über sein Passwort-Spraying passiert, ja, bei der Salzburg-Milch auch, ne, und so weiter. Und das zeigt also, dass diese Maßnahmen mit Kontosperren und so weiter, die haben das, glaube ich, gehabt bei der Kärntner Landesregierung, völlig unzulänglich sind, ja, und das so nicht funktioniert. Das heißt, es gibt, machen wir es kurz, es gibt eigentlich keine Alternative zur Multifaktor-Authentifizierung derzeit. Ne? Um diese Diskussion abzukürzen. Ja, können wir gerne am Schluss dann noch genauer diskutieren, ja, aber schauen wir uns mal die Praxis an, würde ich sagen. Ja? Gut. Ich starte. Eine Frage noch. Was wäre, das kommt jetzt auch sehr gut zum Tragen für die folgende Diskussion, was wäre die einfachste und für beide Seiten zuträglichste Authentifizierungsmethode? Ich würde sagen, schreibt mal zur Praxis und beantwortet mal diese Frage dann nach der Praxis, okay? Genau, richtig. Genau. Gut. Fangen wir an, ich fange absichtlich mit einem Dienst an, der vielleicht nicht ganz so verbreitet ist und den vielleicht nicht alle haben, das ist das Microsoft Azure AD, diese Konten. Ja? Das heißt, wenn ihr ein Organisations- oder Schulkonto in Microsoft 365 oder Azure habt, ja, diese Geschichte, dann könnt ihr das verwenden. Ich starte deswegen damit, weil dieses Azure AD, weil Microsoft hier sehr, sehr weit vorne ist, ja, gegenüber allen anderen Diensten. Das heißt, es unterstützt, man kann bei Azure AD bei einem unterstützten Verfahren sich nur mit Kennwort anmelden. Ja. Das wird allerdings von Microsoft sehr, sehr stark mittlerweile abgeraten. Ja. Und da wird man schon in den Default-Einstellungen, ist das, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Das muss man erst einmal freischalten, damit das geht. Ja. Dann unterstützt das natürlich auch App-Kennwörter. Das ist teilweise nötig, ja, weil für SMTP und so weiter. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlich interessanten Teil, nämlich was das Microsoft Azure AD-Konto unterstützt, ist das Kennwort mit Authentifizierungsbestätigung, ja, über App oder Telefon. Das Kennwort mit zweiten Faktor. Ja. Das heißt, da wird unterstützt App, leider auch SMS oder über Telefonanruf. Dann das dritte ist kennwortlos, ja, wird unterstützt, das Ganze. Und es wird über FIDO2-Schlüssel unterstützt. Ja, die ganze, also kennwortlos wird auch unterstützt, nämlich entweder über App, über FIDO2-Schlüssel oder über Windows Hello. Ich hoffe, ich kann das Windows Hello nachher zeigen, dass das nicht irgendwie in der Bildschirmpräsentation weggeht. Aber bevor wir zu dem kommen, werde ich jetzt kurz mal die Folien umschalten und werde zum anderen Computer gehen. Ja, jetzt kommt nämlich mein MacBook ins Spiel. Und ich möchte euch diese Verfahren deswegen jetzt beim Beispiel Microsoft zeigen, weil wir es dann bei den anderen Diensten ein bisschen abkürzen können und Microsoft hier einfach alles unterstützt. Deswegen werden wir uns da ein bisschen näher damit beschäftigen. Okay? Gut. Jetzt gehe ich da mal auf Bildschirm teilen und werde mal hier umschalten und werde dann mal meinen kompletten Desktop freigeben. Sehr gut. Den Zoom-Client können wir da minimieren.
Und das Fenster, da können wir auch minimieren. Das kommt vielleicht nachher zum Tragen. So. Gut. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ich sehe es nämlich nicht. Oh ja, ich sehe. Was sieht an Lerndesktop? An Lerndesktop geht es ja. Ja, wunderbar. Das ist auch das, was ich mit ein paar Icons und so weiter. Das ist aber nicht so tragisch. So. Folgendes, ich mache das jetzt im Edge. Das geht auch mit jedem anderen Browser auch. Ich mache dann Bestes ist immer im Gastmodus das auszuprobieren. Da bin ich auf keinen Fall angemeldet. Eigentlich alle Browser, alle modernen unterstützen diesen Gastmodus. Ja. Und ich bringe den jetzt mal auf Vollbild. So. Und ich steige dann mal einfach zum Beispiel am Office-Portal ein, das heißt bei irgendeinem dieser Microsoft-Dienste mit Microsoft 365, ihr könnt auch bei Azure einsteigen. Und fangen wir mal an beim simpelsten, nämlich die Geschichte ist Bestätigung über App. Das heißt, ich muss mein Kennwort eingeben und ich muss über die App das bestätigen, dass ich mich anmelde. Das heißt, ich gebe hier mein Kennwort ein. Also meine E-Mail-Adresse ganz normal, melde mich an, gebe jetzt mein super sicheres Kennwort ein, das ihr alle nicht wisst und nicht mitlesen könnt. Und ich muss jetzt das Ganze über eine App bestätigen. Das heißt, ich habe jetzt hier Anmeldeanforderung bestätigen. Und was ich jetzt hier bekomme, ist, muss ich relativ zügig vorgehen und jetzt hoffe ich, dass ich euch das zeigen kann. Sehr gut. Ich habe hier ein Telefon, ja, und das schalte ich mal frei und ich hoffe, dass das hier geht. Da sollte eigentlich die Push-Benachrichtigung kommen, tut es aber nicht hier. Es wird auf Benachrichtigung. Jetzt genau. Ich habe das gleich bei dem Gerät ausgeschaltet, die Push-Benachrichtigung. So, ihr seht da jetzt Anmeldung genehmigen. Ja, das heißt, das ist das, was ich bekomme. Und jetzt sage ich da einfach genehmigen. Jetzt muss ich nur halbwegs sehen. Hier muss ich noch zusätzlich einen PIN eingeben. Das heißt, eigentlich habe ich sogar eine Dreifaktor-Authentifizierung an der Stelle. Das heißt, ich habe mich jetzt erstens habe ich mein Kennwort eingeben müssen. Zweitens aber ich muss ich das Gerät besitzen, wobei ich hier mehrere Geräte zur Verfügung habe. Und drittens muss ich am Gerät selber das auch noch freischalten mit Fingerabdruck oder mit Gesichtserkennung. Wäre, glaube ich, hier auch möglich gewesen bei dem Gerät. Das ist also das, was wir hier haben mit der Authentifizierung und ihr seht, ich habe jetzt nichts weiter gemacht, schauen wir kurz weiter, ich sollte jetzt hier eigentlich, hier kriege ich jetzt die Frage, ob ich angemeldet bleiben möchte, das heißt, die Anmeldung hat schon funktioniert, sage ich ja, ist in Ordnung und ich bin angemeldet, okay? Das heißt, das ist eine relativ bequeme Art. Gefahr bei der ganzen Geschichte ist, ja, das einzige Risiko, was hier besteht, ist, dass ich versehentlich auf Genehmigen klicke. Ja, wenn mich irgendwie in einem blöden Moment jemand erwischt und das auch noch freigebe und so weiter mit Fingerabdruck und so weiter, das ist das einzige Risiko, was hier besteht. Gut, gehen wir zur zweiten Form. Das ist jetzt noch immer mit Kennwort, nämlich mit Authentifizierungscode. Ich melde mich da wieder an. So, ich gebe wieder mein Kennwort ein, mein Benutzernamen habe ich sich gemerkt. So. Ich kriege jetzt wieder diese Benachrichtigung bei Microsoft. Microsoft ist es so, dass ich dass immer das letzte Verfahren wird noch einmal verwendet. Ja, nimmt an, dass ich immer das gleiche Verfahren verwenden möchte. Das ist die Microsoft-Geschichte. Ich kann aber hier sagen, ich kann meine Microsoft Authenticator-App im Moment nicht verwenden. Dann werden mir andere Methoden angeboten. Und da ist es jetzt so, dass ich hier sage, eine Anforderung in meiner, und da kann ich jetzt hier sagen, Verwenden eines Prüfcodes. Und das ist mit dem One-Time-Passwort die Geschichte. Und jetzt sehe ich jetzt hier, jetzt kommt wieder das hier ins Spiel. So, schalte ich das wieder ein. Und so, das tun wir jetzt kurz ablehnen. So, das haben wir eh schon weg. So, der Authenticator muss ich jetzt quasi entsperren. Das heißt, ich habe das Gerät, das ist mein zweiter Faktor. Ich muss jetzt den Authenticator auch noch hier entsperren. Ja. Ist quasi schon der dritte Faktor. Und jetzt sehe ich hier diesen Einmalcode. Das ist dieses 927245. Ja. Der wechselt auch. Ja. Und den gebe ich jetzt hier auf der Webseite ein. Das heißt, da sage ich jetzt, okay, mittlerweile hat er gewechselt. 99196. Es ist völlig sinnlos, wenn ihr euch den merkt. Ja. Oder ich kann ihn relativ offen jetzt hier zur Schau stellen. Ja. Und auch hier funktioniert die Anmeldung. Der Vorteil gegenüber der ersten Methode ist, ich hätte jetzt mein Gerät, was ich jetzt hier nicht gemacht habe, ist, ich könnte mein Gerät in den Flugmodus schalten. Das heißt, mein Smartphone braucht keine Internetverbindung. Was bei diesem Gerät übrigens hier sogar relativ wichtig ist, weil das Gerät ist jetzt nur über WLAN verbunden, es hat keine SIM-Karte, das habe ich gestern erst bekommen, das Gerät. Das ist ein neues Gerät und das ist eigentlich nur so ein Testgerät, das ich jetzt hier verwende.
und für Testzwecke. Und da ist er, hat das keine SIM-Karte. Das heißt, wenn ich dieses Gerät verwenden wollte und gar nicht und nicht zu Hause bin oder nicht in WLAN-Reichweite, hätte ich keine andere Möglichkeit. Ja, ja, das ist diese Geschichte. Dann möchte ich das mit dem Telefonanruf mal kurz zeigen, die Geschichte. Das geht hier nur über Bestätigung. Da gehen wir jetzt hier noch einmal rein. Und zwar, das ist jetzt hier, ich gebe hier wieder mit Kennwort. Und ich hoffe, dass das jetzt klappt, dass man das, dass das gut geht. Ich muss sicher jetzt mein Telefon freischalten. Und jetzt mache ich das diesmal, also möchte ich eine andere Methode wieder verwenden. Jetzt sage ich hier anrufen. Ja, und das ist eine Festnetznummer in dem Fall. So, das müsste eigentlich klappen, dass ich da jetzt einen Anruf bekomme. Ja, gleich auf mehreren Geräten. Ich nehme es mal auf dem Gerät an. Dies ist das Anmeldesystem von Microsoft. Wenn Sie versuchen, sich anzumelden, drücken Sie die Raute-Taste, um die Anmeldung abzuschließen. Wenn Sie nicht versuchen, sich anzumelden, drücken Sie 0 und die Raute-Taste. Ihre Anmeldung wurde erfolgreich überprüft. Auf Wiederhören. So. Ich hoffe, man hat es gehört, der Telefonanruf. Hat man es gehört? Ja? Ja, hat man. Sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt da über Telefonanruf das Ganze bestätigt. Ich habe parallel jetzt gesehen, dass die Anmeldung auch weitergegangen ist. Ja. Und ich bin wieder drinnen. Ja, das ist die Anmeldung über Telefonanruf. Auch eine feine Sache. Ja. Sehr nett ist, dass man eben sagen kann, dass das jetzt nicht ich hätte null Raute drücken können. Ja, das war die Geschichte, um so einen Betrugsversuch zu melden. Ja, dann wäre wahrscheinlich das auch eine Weile gesperrt gewesen. Ja. So. Will ich aber jetzt absichtlich nicht ausprobieren, ihr versteht es warum. So, nächste Geschichte, die ich zeigen möchte. Und da gibt es jetzt zwei Varianten, ich zeige euch aber gleich einmal die kürzere Variante. Die schnellere, ich gehe jetzt auf Kennwort los. Fangen wir an vielleicht mit der App Kennwort los, das Ganze. Das heißt, ich sage jetzt hier Konto wechseln. Eigentlich wollte ich gar nicht Konto wechseln. Wurscht, ich gebe meine E-Mail-Adresse noch einmal ein. So. Und ich will jetzt da mein Kennwort nicht eingeben. Ich weiß es auch vielleicht gar nicht, weil ich es von meiner Firma gar nicht bekommen habe und habe hier weitere Anmeldemethoden. Ja. Und ich kann jetzt hier sagen, einfach eine Anforderung in meiner Microsoft Authenticator App bestätigen. So. Und das funktioniert jetzt so, dass mir hier diese Zahl angezeigt wird. Ihr seht hier 10. Ja. Und jetzt machen wir da diesen Desktop dazu. Der stört mich da. So. 10. Und das gebe ich jetzt da auf dem Telefon ein. Das heißt, ich sollte jetzt hier. Na, kommst du so? Seht ihr jetzt hier in der Authenticator App? Ja, wenn ich die freischalte, eventuell muss ich da jetzt noch damit das überprüfen. Okay, ist nicht gekommen. Jetzt, genau. Möchten Sie sich anmelden? So sieht man es, ja. Möchten Sie sich anmelden? Und da wird es jetzt gefragt und jetzt muss ich hier diese Nummer eingeben. Das heißt hier 10. Ja, sage ich ja. Check. Und damit bin ich jetzt, jetzt muss ich noch einmal da über noch Fingerabdruck oder Gesichtserkennung machen. Ja? Oder falls das nicht geht, könnte ich auch einen Gerätecode verwenden. Und tata, ich bin wieder angemeldet. Ja? Das ist die kennwortlose Authentifizierung. Und da sieht man, es kombiniert ja, die Sicherheit und die Bequemlichkeit. Ich muss jetzt kein Kennwort mühsam eingeben, ich muss mich nicht merken, das Kennwort. Ja. Ich habe trotzdem zwei Faktoren, weil ich habe einerseits muss ich das Gerät selber haben und zweitens noch meinen Fingerabdruck oder Gesichtserkennung oder die Geräte-PIN. Ja. Und es kann im Gegensatz zu vorher nicht versehentlich so leicht passieren, ja, dass ich eine Anmeldung genehmige, weil ja dieser Code eingegeben werden muss, den ich am Bildschirm sehe. Das ist also die Sicherheit davor, dass das versehentlich ist. Ne? Das heißt, das ist schon eine relativ gute Sache. Selbst wenn da jetzt, wenn ihr jetzt versucht, euch mit meinem Namen anzumelden, ja, kann ich gar keinen Code eingeben, ja, weil ich weiß ja nicht, was ihr für einen Code am Bildschirm habt. Das heißt, ihr könnt natürlich, jetzt könntet jetzt alle auf portaloffice.com gehen und mit meiner E-Mail-Adresse dieses Anmeldeverfahren bekommen, versuchen. Das Einzige, was ich dann bekomme, ist hier ganz viele Push-Nachrichten, ja, dass das, aber ich kann die Anmeldung nicht abschließen, weil ich sehe nicht, welchen Code ihr seht. Ja.
Das einzige kleine Restrisiko, was man dem Benutzer darauf hinweisen muss, ist, dass, dass natürlich es immer die Möglichkeit gibt, eine Social Engineering, einer sogenannten Attacke. Das heißt, ihr könntet mich anrufen und sagen, du Roman, ich habe da gerade so einen Bildschirm und auf deinem Handy ist was und so weiter. Gibst du bitte mal auf deinem Handy da 10 ein, jetzt als Beispiel. Ne? Also, dass ich das so versucht, irgendwie psychologisch mich dazu zu bringen, diesen Zehner da einzutippen oder was auch immer ihr am Bildschirm seht, davor ist man nicht gefeit. Also, wenn das ein Benutzer macht, ja, dann ist er auch vor allen anderen Angriffen im Prinzip nicht gefeit. Das ist also immer möglich, so etwas. Ich würde mal sagen, das ist relativ unwahrscheinlich. Auszuschließen ist es nicht. Gut, das war die kennwortlose Authentifizierung mit App. Und jetzt kommt noch der kleine Höhepunkt, mein persönlicher immer. Ich hoffe, dass das am Mac geht. Wenn nicht, machen wir es. Zwei Sachen habe ich noch. Ja, genau, zwei Dinge habe ich noch. Nämlich zweimal kennwortlos noch. Einmal noch am Mac und dann wechseln wir wieder auf den Windows-PC. Und ich mache jetzt da diesen Browser auch zu, dass er sich mein Kennwort nicht mehr gemerkt hat. Ja, hoffentlich. Und macht da wieder ein neues Gastfenster auf. Jetzt weiß auch nichts nicht mehr, wer ich war und so weiter. Und absichtlich. Und geht auf portaloffice.com. So. Und da unten gibt es einen Knopf Anmeldeoptionen. Und da brauche ich nicht einmal meinen Benutzernamen wissen. Ja, bei der Option, die ich jetzt zeige. Ja, nämlich kann ich ja sagen, mit Sicherheitsschlüssel anmelden. So. Jetzt kommt ein Betriebssystemdialog. Ja, das ist ein Browser-Dialog, der kann unter Umständen je nach Browser und Betriebssystem ein bisschen unterschiedlich ausschauen. Und jetzt werde ich diesen Stick da, USB-C-Anschluss, dieser MacBook, da hineintun. Ich brauche dann ein bisschen Platz. Achtung. So, steck den da rein. Ich werde gefragt, ihr seht es sehr gut, ja, ich werde gefragt nach der PIN. Ich hoffentlich weiß, sonst wird es peinlich. Sag weiter. Ja. Jetzt muss ich noch einmal auf dieses Touchfeld da drauf tippen. Wie gesagt, das ist kein Fingerabdruckleser, also reines Touchfeld ist nur eine Bestätigung, dass nicht, das ist vor allem, die PIN muss man nur einmal eingeben, wenn man den einsteckt das erste Mal. Ja? Und erst nach einer gewissen Zeit muss man es wieder eingeben. Ich werde euch das gleich nochmals zeigen, warum dieses Bestätigen über den Fingerabdruck so wichtig ist. Aber ihr seht, ich muss jetzt nicht einmal meinen Benutzernamen eingeben. Also das ist eigentlich sogar noch das Allerbequemste. Ja? Das ist so ähnlich, wie ihr es vielleicht kennt, auch von diesen Typos-Systemen, wie es in Restaurants und Gasthäusern häufig verwendet wird. Sich Kellner authentifizieren mit den Schlüsseln. Gell? Diese Abrechnungssysteme, die ich schon mal beobachtet habe, diese Typos-Geschichten oder ähnliche Sachen. Ne? Und so ähnlich funktioniert das. Und das ist natürlich super. Das heißt, das ist auch sehr gut geeignet mit den Schlüsseln, wenn man gemeinsam benutzte PCs hat und sich Benutzer relativ schnell verschiedene Benutzer an- und abmelden müssen. Ja? Ich melde mich jetzt hier noch einmal ab. Aus einem bestimmten Grund. Und gehe dann nochmals auf das Portal office.com. Ich möchte euch nämlich, ich habe den Stick noch immer drin stecken im Port. Und jetzt möchte ich mich dann noch einmal anmelden. Jetzt seht ihr hier, ich muss noch einmal die PIN eingeben. Okay, gut. Ich habe das auch schon gesehen, dass ich die PIN nicht noch einmal eingeben muss. Unter Windows, glaube ich, muss man es dann teilweise nicht noch einmal eingeben. Und daher ist es wichtig, Und da ist es dann wichtig, dass der PIN, dass man das nochmals berühren muss, ja, dass das nicht irgendwie versehentlicher Website, schneller Anmeldung, Versuch starten kann und so weiter. Kleiner Hinweis noch, weil vorher über dieses Konto sperren und so weiter gesprochen wird. Wenn ich bei diesen Schlüsseln den PIN zu oft falsch eingebe, dann wird der Schlüssel deaktiviert. Ich könnte ihn zurücksetzen, aber wird komplett unbrauchbar gemacht. Das heißt, wenn ihr einen Schlüssel von mir findet irgendwo, bei denen ist das natürlich sehr wohl wichtig, ja, weil ich könnte ihn ja irgendwo verlieren und dann könnt irgendwer anfangen, meine PINs einfach die auszuprobieren. Vor allem, da werden nur vierstellige PINs werden unterstützt, ja. Und das ist, die könnte man relativ schnell herausfinden durch eine Brute-Force-Attacke, wenn ich einen numerischen vierstelligen PIN habe. Deswegen wird nach einer gewissen Anzahl, ich glaube, es sind 10 Versuche oder so, ja, wird der Schlüssel komplett unbrauchbar gemacht. Das heißt, es wird alle, ich kann ihn dann nur mehr zurücksetzen. Das zeige ich euch dann am Schluss, wie das gehen würde, ja, wenn ich ihn zum Beispiel selber wiederverwenden möchte. Aber es werden damit alle Assoziationen mit irgendeinem Konten drauf gelöscht. Ja, das heißt, das ist, bei dem Schlüssel ist es sehr wohl so. Siehst du die Hand vom Alfred Duser? Ja, ich sehe sie, komm gleich dazu. Nein, habe ich nicht gesehen. Jetzt sehe ich sie, ja. Komm gleich dazu. Noch ein kleiner Hinweis, der zweite Schlüssel, den ich hier liegen habe, der Vollständigkeit halber, ist exakt das gleiche Modell, nur mit USB-A. Ja, okay. Alfred, Frage.
Ja, ich habe auch so einen Schlüssel, nur wie bringt man dem den PIN bei? Ha, das zeige ich dir am Schluss. Ja? Okay. Ich zeige euch jetzt kurz einmal die Anmeldeverwaltung da noch unter Microsoft 365, wie das Ganze geht, ja, um die Praxis reinzubringen. Und wie man den PIN reinbringt, das sage ich dir gleich. Bei den Schlüsseln war es so, wie ich den das erste Mal verwendet habe, hat er mich nach dem PIN gefragt. Wenn er das nicht getan hat, zeige ich dir nachher, wie du den PIN reinbringst. Okay? Okay. Nein, bei der alten Version, das ist gleich noch der alte, die USB-A-Version, da hat er mich auch nicht nach der PIN gefragt beim ersten Mal. Ja? Bei der USB-C-Version hat er mich beim ersten Mal gleich nach der PIN gefragt, ja? Dass ich da PIN festlege. Aber ich schaue Zeitl her, ja? Kann mich täuschen. Gut, das war kennwortlose Authentifizierung mit dem Security Key. So, jetzt wechsle ich kurz einmal meinen PC, werde die Freigabe da stoppen. Und gehe da rüber. Und zwar gehe ich da wieder zu meinem Windows-Gerät und da werden wir noch zwei Sachen zeigen mit der Microsoft-Geschichte. Und das abkürzen. Und dazu muss ich da wieder meinen Bildschirm freigeben. Machen wir das vielleicht anders. So. Machen wir das vielleicht so. Gefällt mir besser. Gut, so. Und da möchte ich noch eine Methode zeigen. Dann nehmen wir wieder den Gastmodus, damit das auf jeden Fall geht. Und zwar ist es so, dass dieses Windows-Gerät, auf dem habe ich Windows Hello aktiviert. Dazu kommen wir gleich in zwei Folien, ja, zwei Slides weiter zu dem Thema. Auf dem Gerät habe ich Windows Hello aktiviert. Das heißt, ich habe mein Microsoft-Konto, mein Azure-AD-Konto de facto hier hinterlegt. De facto melde ich mich mit dem Azure-AD-Konto sogar auf dem Gerät direkt an. Das ist Mitglied der Azure Active Directory-Domäne. Und da funktioniert dann sogar das hier. Und zwar, ich kann hier einfach Anmeldeoptionen wählen und hier mit einer Organisation anmelden. So. Und jetzt kann ich da sagen, mit Sicherheitsschlüssel anmelden, glaube ich, geht hier. Und jetzt kann ich da Windows Hello. Oder integrierter Sensor, genau, das muss ich machen. Ja, das heißt, der Windows-PC ist jetzt hier der Sicherheitsschlüssel, so ist es. Ja, seht ihr jetzt hier? Und ich hoffe, ja, man sieht es sehr gut. Ja. Und ich sehe jetzt hier, der fragt mich jetzt, mit welchem Konto möchte ich mich hier anmelden? Da wähle ich jetzt das richtige Konto. Ich habe hier mehrere assoziiert. Oder ich könnte jetzt sagen, Sicherheitsschlüssel, dann müsste ich wieder einen Schlüssel hier anstecken. Ne? Das ist die Sache. Und jetzt sage ich hier, Roman Koretzki at EasyOnNet, okay. Zumindest ein Betriebssystem-Dialog, der hier kommt. Jetzt erkennt er mich über Face, über die integrierte Kamera. Jetzt muss ich noch einmal bestätigen, ja, ich will mich auch wirklich anmelden mit dem Konto. Ja, und ich bin angemeldet. Ja, so einfach ist das. Ja. Das heißt, ohne dass ich ein Kennwort eingeben musste, ja, ich hätte mal Benutzernamen, also im Prinzip hat er mich halt gefragt, welche Organisation ich bin. Das heißt, ich muss die Domäne meiner Organisation im schlimmsten Fall angeben oder ich hätte meine E-Mail-Adresse einfach angeben müssen. Ja. Aber es ist auch hier eine kennwortlose Authentifizierung und hier sind die zwei Faktoren. Erstens das Windows-Gerät, weil das ist einmal musste ich das bei Microsoft quasi in dem Azure AD registrieren. Das heißt, das geht nur dann, wenn das Gerät in irgendeiner Form Azure Active Directory bekannt ist. Ja. Ihr könnt es auf eurem Gerät nicht machen. Das ist die erste Bedingung. Damit ist das der erste Faktor. Und der zweite Faktor ist natürlich jetzt meine biometrische Authentifizierung gewesen, das heißt mit der Gesichtserkennung. Manche Geräte, zum Beispiel das ThinkPad von meiner Frau, ja, hat auch noch einen Fingerabdruckleser, das geht alternativ. Oder falls beides nicht geht, auf anderen Geräten kann man auch eine PIN festlegen, die aber gerätespezifisch ist. Das ist dann quasi wieder wie beim Schlüssel die PIN. Ja? Das ist die Geschichte. Okay. So, und wo wir jetzt da so schön gerade drin sind, zeige ich euch kurz einmal, wie das da eingerichtet wird und wie einfach das eigentlich ist. Man muss immer nur die Option finden. Hier ist es so, dass das Ganze über Kontoanzeigen geht, hier oben rechts. Und das kann jeder Benutzer für sich selber verwalten. Und das sollte jetzt eigentlich was kommen. Kann sein, dass das im Gastmodus nicht funktioniert. Dann werden wir in den Normalmodus wechseln. Ist ja kein Problem. Da bin ich übrigens schon authentifiziert. So. So, Konto anzeigen.
So, da ist es. Und da kann man hier Sicherheitsinformationen, hier Informationen aktualisieren. Man hätte auch direkt draufgehen können auf dem Slide, auf der Folie habe ich jetzt auch drauf, die URL mysigninst.microsoft.com. Und da sieht man jetzt, was ich alles registriert habe. Das heißt, ob der Telefonnummer von mir und so weiter, ja. Da seht ihr eingerichtete App-Kennwörter, ja, Authenticator und so weiter, Sicherheitsschlüssel, die zwei, die ich registriert habe, das sind die zwei, die da gerade herumliegen, die ich euch gezeigt habe, ja. Auch eine alternative E-Mail-Adresse, die wird allerdings nur für Kennwortrücksetzungen verwendet und so weiter und so fort. Ja. Und wenn ich jetzt hier eine Anmeldemethode hinzufügen wollte, ja, dann sage ich hier Methode hinzufügen und ich könnte jetzt hier ein neues Telefon beispielsweise oder eine Authenticator-App machen. Machen wir die Authenticator-App. Ja. Das andere ist relativ, Sicherheitsschlüssel wäre vielleicht noch interessant. Ja. Machen wir Authenticator-App vielleicht als Beispiel. Sagt er, okay, wo kriege ich die App her? Die habe ich schon, weiter. Dann sagt er, okay, Benachrichtigungen muss ich einschalten, weiter. Und dann kommt so ein QR-Code. Und was man jetzt in der App macht, ist, also in der Authenticator-App, mal schauen, ob ich euch das zeigen kann, ob ihr das seht. So. Da muss man hier oben rechts auf das Plus klicken. Ja, das ist das hier. So. Dann kommt diese Frage und da gibt es jetzt verschiedene Formen von Konten. Es kann eben jetzt sein, ein Organisations- oder Schulkonto, ein persönliches Microsoft-Konto oder ein anderer Dienst. Zu den anderen Diensten kommen wir dann später. Ich sage jetzt hier Geschäfts- oder Schulkonto in dem Fall und jetzt sage ich hier QR-Code scannen. Und jetzt sage ich hier, okay, ich möchte jetzt da ein Konto auswählen. Das, in dem Fall ist es das gleiche Konto, ich hätte auch ein anderes Konto. Ja. Und ja, jetzt hat er da... Okay, jetzt bin ich da gerade ein bisschen... Jedenfalls scanne ich dann diesen QR-Code ein. Ja, und ich kann mich da jetzt anrufen lassen. Schauen wir mal, ob das klappt. Dies ist das Anmeldesystem von Microsoft. So, Ihre Anmeldung wurde erfolgreich überprüft. Auf Wiederhören. So, jetzt sagt er wahrscheinlich, dass das Konto eh schon hinzugefügt wurde. Das heißt, das gab jetzt nicht. Also müsst ihr diesen QR-Code einscannen und man bekommt dann sogar, ja, es wird leider nicht weiter, kann es nicht noch einmal hinzufügen, logischerweise. Diesen QR-Code einscannen und dann wird sogar noch einmal jetzt in der Form jetzt, wird jetzt das überprüft auf dem Gerät. Das heißt, ich kriege jetzt dann eine Benachrichtigung. Ja, auf das Gerät, so wie wenn ein Authentifizierungsversuch ist. Das heißt, das soll das Vertrauen schaffen dem Benutzer, dass es auch funktioniert. Und das muss ich dann bestätigen und dann wird es. Das klappt jetzt noch nicht, weil ich das hier schon eingerichtet habe. Ja. Das heißt, ich breche das jetzt hier ab. Das ist das eine. Das zweite, was ich euch mal hier zeigen möchte, ist ja kurz mit den Sicherheitsschlüsseln. Ja, ich lösche mal da diesen einen Sicherheitsschlüssel da wieder raus. Ja, nehmen wir den USB-C. So, anmelden, einmal anmelden und dann kann ich den rauslöschen. Das ist noch eine Sicherheitsabfrage. So, die Anmeldung bestätigen. So einfach kann man die auch nicht rauslöschen. So, und wenn ich jetzt einen neuen Schlüssel hier, jetzt ist er noch drinnen. Schauen wir mal kurz. Ja, dann muss ich jetzt hier. Ist noch drin, gell? Ja. Kann man aber nicht rausgestartet, aber er ja, ist noch immer drin, gut. Sage ich löschen. Jetzt fragt er mich. Offensichtlich hat er zuerst noch, jetzt kann ich ihn löschen. Und jetzt will ich ihn nochmals hinzufügen, sage ich Anmeldemethode hinzufügen, sage hier Sicherheitsschlüssel. So, sage hinzufügen. So, jetzt kommt das Gerät da zum Tragen. Ja, so, tschack. Und jetzt fragt er USB oder NFC-Gerät. Bei einem Android-Handy wird er zum Beispiel, das könnte man noch verwenden, ja, noch probieren mit, na, es hat gleich nicht geklappt, Android-Handy hat hier nicht geklappt, USB-Gerät wähle ich hier, das sagt er mal, fordert mich auf, sagt, halt diesen Schlüssel bereit und so weiter, sage ich weiter, okay. Und jetzt kriege ich da ein Fenster gleich, so ist es hier. Und da kann ich jetzt sagen, wenn ich ein Android-Telefon registrieren will, das könnte man auch herzeigen, müsste ich ja sagen, externer Sicherheitsschlüssel oder integriert das, also müsste ich ein anderes Gerät nehmen. Ich sage externer Sicherheitsschlüssel, okay. So, und das ist jetzt Windows schon, ein Dialog.
Setup fortsetzen. Jetzt sagt er mir, okay, Michael wird die Marke und das Modell meines Schlüssels herausfinden, das ist mir klar. So, ich stecke den Schlüssel hier ein, gebe die PIN ein zum Schlüssel, muss auf ihn tippen zur Bestätigung, ähnlich wie bei der ersten Anmeldung, und das war es auch schon. Also das ist wirklich einfach. Ja. Wurde bereits mit vier Konto registriert. Okay, gut. Ich glaube, ich muss den Schlüssel jetzt zurücksetzen, damit das wieder funktioniert. Jetzt bin ich natürlich ziemlich deppert dran. Okay, wurscht. Schauen wir, ob es vielleicht doch funktioniert hat. Oder es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Probieren wir mal was Zweites. Probieren wir das Android-Telefon als Sicherheitsschlüssel. Das ist eine ziemlich spannende Sache. Das habe ich, glaube ich, eh noch nie gemacht. Ja. Ich glaube, da muss man jetzt NFC-Gerät auswählen. Weiter. So, jetzt nehmen wir das Telefon zur Hand. Jetzt muss ich da sagen, ein anderes Gerät. Und da ist es jetzt so, dass ich auf dem Android-Telefon mit der Kamera, wo ist sie, die Kamera? Ich kenne mich mit dem Gerät noch nicht so gut aus, habe das erst seit gestern, so geht's. Mit der Kamera, da ist die Kamera, ja, scanne ich jetzt diesen komischen QR-Code da ein. Schauen wir mal, ob das klappt. So. Und dann fragt er mich hier, ich hoffe, ich zeige das hier, Kamera erlauben, diesen Sicherheitsschlüssel hier hinzuzufügen. Ne? Das heißt, das ist dann diese Frage, die hier kommt. Ne? Und jetzt sage ich hier, ah, das ist, Entschuldigung, Gerätestandard abzurufen. Ja? Das ist eine andere Frage gewesen. So, noch einmal. Ich scanne das ein. Jetzt sage ich da Webadresse. Da kommt die Webadresse. Und jetzt sagt er hier über QR-Code verbinden. Ja, fragt er mich noch extra, sage ich jetzt hier zulassen. Verbindung zu deinem Gerät wird hergestellt. Ja, Passkey erstellen, fragt er mich noch extra, soll das ein Key erstellt werden dafür? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, so sieht man das. Gell? So, jetzt sage ich da weiter. So, jetzt muss ich da noch mit Fingerabdruck das Ganze bestätigen und das ist jetzt hier offensichtlich registriert. Super. Okay, jetzt gebe ich dem noch einen Namen. So. Und das klappt jetzt nicht. So, machen wir schon einen anderen Namen. Ja. Das hat letztens auch nicht geklappt. Ja. Da kommt dann im letzten Moment, ist dieser Fehler gekommen, ja, mit dem Android-Gerät. Ich muss das noch einmal anschauen. Ja. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich auf dem schon die Authenticator-App habe. Ja. Und dass er da irgendeine Geräte-ID sagt, das ist ein Duplikat und so weiter und sagt, das geht nicht. Ja. Dass es da im letzten Moment dann schief geht. Wahrscheinlich, wenn ich diesen Authenticator hier, das ist dieser hier, löschen würde, das könnte man noch probieren. Ja, dass es dann klappt, probieren wir das noch einmal. Diesmal ein bisschen flotter. Sicherheitsschlüssel hinzufügen. NFC-Gerät weiter. Und probieren wir es noch ein letztes Mal. So, da muss ich sagen, da hat er es schon erkannt. Das heißt, bei Windows ist es schon registriert. Jetzt kann ich da Gerät überprüfen. Sollte ich da eine Benachrichtigung kriegen? Genau. Wenn ich jetzt eine Benachrichtigung kriegt, ja, weiter. Passkey erstellen, wieder das gleiche wie vorhin und schauen, ob es diesmal geklappt hat. Jetzt probieren wir da. Ja, ist das gleiche Problem. Als USB-Gerät könnte es auch sein, dass das funktioniert, ja, in irgendeiner Form. Es kann aber auch schlicht und ergreifend daran liegen, dass der Laptop kein NFC hat, ja, und das nicht über NFC funktioniert, dass er das dann nicht kommunizieren kann am Ende des Tages. Ja. Ich glaube fast, dass das die Ursache ist. Ich habe leider kein Laptop mit NFC. Diesen Laptop mit NFC, den einzigen, den hat meine Frau bei mir zu Hause und der ist nicht da. Gerade, dass man das demonstrieren könnte. Also das klappt so nicht, aber wie gesagt, die anderen Sachen habe ich Sicherheitsschlüssel und so weiter habe ich euch gezeigt. So, gut. So,
zeige ich jetzt da die Geschichte. Ich gehe jetzt mal weiter mit den Folien. Ja, das ist, was wir hier gesehen haben, sind sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Microsoft bietet. Die gute Nachricht ist, ja, jetzt gehen wir zu dem, was vielleicht mehr von euch nutzen können. Ja, das ist das private Microsoft-Konto. Ja, das ist Outlook.com, Xbox und so weiter, was ihr da so habt, ja, dieses Konto, was ihr vielleicht auch bei eurem Windows-PC irgendwann einmal einrichten wolltet oder musstet und so weiter. Und das Coole daran ist, das unterstützt praktisch die gleichen Möglichkeiten. Ja? Und die Einrichtung geht praktisch genauso gleich, ja? Genauso einfach. Es kommt noch was dazu, und zwar, was hier auch möglich ist, es wird wieder das App-Kennwort unterstützt. Es wird Kennwort mit Authentifizierungsbestätigung unterstützt, das, was wir als erstes gesehen haben. Es wird das Kennwort mit zweiten Faktor über App, das heißt, so diese One-Time-Passwords werden unterstützt, über SMS, Telefon, E-Mail wird zusätzlich unterstützt. Das heißt, ihr könnt euch an eine andere E-Mail-Adresse einen Code schicken lassen. Das halte ich für nicht so gescheit, aber soll so sein. Ja, müsst ihr ja nicht einrichten. Ja. Und es wird auch hier die kennwortlose Authentifizierung unterstützt, ja, nämlich über App, über Fido-Schlüssel und Windows Hello. Das heißt, all das wird unterstützt. Über die App läuft es ein bisschen anders ab, aber nur geringfügig. Nämlich ihr müsst bei dem Zahlencode, den ihr da eingeben müsst vom Bildschirm, müsst ihr nicht zwei Ziffern eintippen über eine Tastatur, sondern werden euch drei Zahlen zur Auswahl am Bildschirm angezeigt und müsst die richtige davon antippen. Ja, es ist ein bisschen einfacher fast noch, ja, in der Consumer-Variante, aber es ist schon ziemlich gut. Sicherheitsschlüssel funktioniert auch, ja, also ist im Prinzip genau das gleiche beim privaten Microsoft-Konto. De facto ist es sogar so, dass Microsoft neue Authentifizierungsmethoden zuerst bei den privaten Microsoft-Konten ausprobiert, ja, und dann erst bei den Unternehmenskonten. Ja. Also das ist de facto, diese privaten Microsoft-Kontos sind ganz weit vorne auf der Authentifizierungsebene, ja, und wenn neue Methoden dazukommen, dann werdet ihr die dort wahrscheinlich als erstes sehen. Gut, reden wir ganz kurz über Windows. Das kann ich euch jetzt schwer zeigen. Oder vielleicht kann ich euch zeigen, wenn ich jetzt ein bisschen die Kameras herumdrehe. Geht da vielleicht was? Die Geschichte ist die, dass man auch bei Windows selber sich anmelden kann mit einem zweiten Faktor. Das heißt, Kennwort, das normale Windows-Kennwort kennt jeder, aber Windows selber unterstützt auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, und zwar das Gerät ist hier der zweite Faktor. Voraussetzung ist, dass ihr euch bei Windows mit einem Azure AD oder einem privaten Microsoft-Konto anmeldet. Der Grund ist, das Ganze braucht eine Zertifizierungsstelle immer, und die habt ihr normalerweise nicht in eurer Firma oder in eurem, und die liefert euch quasi Microsoft hier. De facto ist es so, dass bei der ersten Anmeldung, wenn ihr euch mit einem Microsoft-Konto, das über Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt ist, einem Windows-PC das erste Mal anmeldet, müsst ihr euch bei dem Gerät quasi mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung schon am Windows-PC anmelden, das heißt bei der ersten Anmeldung. Das heißt, wie ich dieses Gerät hier, diesen Laptop hier in das Azure Active Directory, wie ich mich das erste Mal angemeldet habe, musste ich tatsächlich über die kennwortlose Authentifizierung, ganz ohne Kennwort, mich mit dem Handy quasi anmelden, und dann war ich da am PC angemeldet, und dann ist dieses Gerät plötzlich ist registriert worden im Azure Active Directory oder bei Microsoft und wird als ein Faktor angenommen. Gut, schauen wir uns das mal kurz mit da an. Ich werde versuchen, das mit den Kameras irgendwie hinzubekommen, dass ihr das seht. Ja. Schauen wir mal, ob das klappt. Na, so klappt es nicht. Im Grunde habt ihr das wahrscheinlich schon öfter gesehen. Ich werde das jetzt einfach auslassen, diese Demo. Und zwar, habt ihr es vielleicht öfter gesehen schon. Oh, woher geht? Wie kann ich das zeigen? Warte mal. Das können wir schon machen. Videoeffekte, ich muss da den Folgemodus ausschalten. So, jetzt geht es. So, jetzt kann ich euch da den Laptop zeigen. Ich hoffe, dass ich den da ordentlich ins Bild rücken kann. Sehr schön ist das. Ja, sehr gut. So, ich sehe jetzt meinen Laptop. Ich rücke ihn noch ein bisschen näher.
und ich sperre den jetzt einmal. Und da ist jetzt erstens einmal, fragt er jetzt nach der, seht ihr jetzt da oben so ein kleines weißes Licht vielleicht? Ja, das heißt, er versucht jetzt hier mit Windows Hello mich anzumelden. Wenn das nicht geht, was im Moment nicht geht, weil ich halt nicht direkt der Vorsitzer ist, hätte ich jetzt hier über Anmeldeinformationen, seht ihr, hier kann ich jetzt auch eine PIN festlegen. Die PIN ist gerätespezifisch, ja, und schaltet de facto nur ähnlich wie, ihr seht, es ist im Prinzip das Gerät selber ist ein Schlüssel jetzt, ja, um mich hier bei Microsoft anzumelden und damit am Gerät. Ich habe aber auch hier die Möglichkeit, mich mit dem Schlüssel anzumelden, mit dem Security Key, wobei den habe ich vorher zurückgesetzt, das wird jetzt nicht funktionieren wahrscheinlich. Ja. Anmeldeoption, ja, der Schlüssel, der geht jetzt da nicht, gell. So, und den anderen, das ist ein USB-A, da habe ich jetzt den Adapter nicht da. Schauen wir, ob das klappt. Ja, gut. Das war jetzt ein Fehler, dass ich den vorher gelöscht habe. machen wir weiter. Und so. Und das ist jetzt, also die Geschichte hat jetzt so nicht geklappt. Aber das ist im Prinzip, wäre bei Windows sozusagen der zweite Faktor. Ne? So. Gut, sehr schön. Gut, schauen wir uns andere Dienste an. Die anderen Dienste sind alle bei weitem nicht so weit vorne gewesen. Ja? Und zwar, ich werde es jetzt nicht mehr im Detail bei jedem Dienst so durchgehen wie bei Microsoft, weil die Vorgehensweise ist überall ziemlich ähnlich. Interessant ist jetzt Google. Google ist so der zweitstärkste Vertreter. Die unterstützen im Grunde fast das Gleiche wie Microsoft. Ja, also das ist im Grunde ähnlich. Was sie nicht unterstützen, ist die kennwortlose Authentifizierung. Das geht bei Google leider nicht. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Ja? Das heißt, da ist Google nicht so weit vorne. Was dafür relativ interessant ist, was bei Google funktioniert, ist, man kann hier das Telefon sehr gut als FIDO2-Schlüssel verwenden. Das ist mir tatsächlich gelungen, sogar mein iPhone als Schlüssel bei Google zu registrieren. Das klappt dann irgendwie über Bluetooth anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe. Und dazu musste ich aber am iPhone eine spezielle Anwendung installieren, eine spezielle App. Das war aber nur eine Sache von einer Minute. Das ist Google Smart Lock, ja. Kein Problem mit der Einrichtung. Und dann kann ich sozusagen, konnte ich mein iPhone und auch natürlich das Android-Telefon bei Google als zweiten Faktor, als zweiten Schlüssel verwenden. Finde ich eine feine Sache, ja. Coole Geschichte. Google unterstützt dann auch noch sogenannte vertrauenswürdige Geräte, mit denen man sich nicht mehr authentifizieren muss. Das konnte ich leider nicht testen. Ich nehme an, dass das die Chromebooks sind, dass da nur Chromebooks oder sowas unterstützt werden. Also mein Android-Smartphone war da nicht dabei. Kommen wir zu einem traurigen Kapitel, nämlich Apple. Ja, Apple ist insofern, ist einerseits, das sind Licht und Schatten. Ja. Bei Apple ist es so, dass sie immer Zwei-Faktor-Authentifizierung mittlerweile vorschreiben. Da hat es ja mal einen Vorfall vor ein paar Jahren gegeben, wo von irgendwelchen prominenten Nacktfotos aus dem iCloud-Account gestohlen werden. Und da hat Apple dann die Panik bekommen wegen der schlechten Presse und hat also die Multifaktor-Authentifizierung für alle Apple-User zwingend gemacht. Das heißt, das ist einmal eine positive Sache. Das ist also die einzige Firma, die ich kenne, die sich wirklich traut, abseits von Banken und so weiter, für Consumer Multifaktor-Authentifizierung zu erzwingen. Ja. Das ist das Licht. Ja. Der Schatten ist, dass Apple als zweiten Faktor leider Gottes ein bisschen Einschränkungen hat. Einerseits unterstützen sie nur Apple-Geräte. Ja. Als zweiten Faktor SMS, einen Telefonanruf, ja, oder FIDO2-Schlüssel. Auch hier gibt es so vertrauenswürdige Geräte wieder, so ähnlich. Aber der FIDO2-Schlüssel, und das war die größte Enttäuschung für mich, ja, erstens einrichten konnte ich das nur auf Apple-Geräten und dann nicht einmal auf einem MacBook, ist es mir nicht gelungen, sondern nur auf einem iPhone. Und damit ist es de facto, wahrscheinlich wäre es auf ein iPad auch gegangen, bin ich natürlich bei den Anschlüssen, die diese FIDO2-Keys haben, beschränkt. Zweitens habe ich das dann gar nicht abgeschlossen, weil Apple dann die anderen Methoden sperrt. Ja, das heißt, das unterstützt dann nur mehr die Schlüssel. Ja, und bei den Schlüsseln sagen sie, das unterstützen wir aber nur auf Apple-Geräten. Das heißt, ich hätte mich bei meinem Apple-Account mit iTunes und so weiter auf dem Windows-PC nicht mehr anmelden können. Ja. Und das ist natürlich deswegen Apple, wenn man diesen Support-Artikel liest, sagt auch Apple, das mit den FIDO2-Schlüsseln empfehlen sie halt nur bei besonders exponierten Personen und für den Normalanwender nicht. Ja, so ungefähr ist die Geschichte. Das finde ich ein bisschen enttäuschend. Also das ist etwas, was mir bei Apple nicht so gut gefällt. Ja. Muss ich hier ganz eindeutig kritisieren. So, und dann kommen wir zu den ganzen Social-Media-Plattformen und die sind schon ein bisschen schwächer.
Facebook, ja, fangen wir da an. Die haben eine Authentifizierungsbestätigung mit Kennwort über die Facebook-App. Ja, hat vielleicht wer schon gesehen, du meldest dich von einem neuen Gerät an bei Facebook. Ja, bist du das wirklich? Dann musst du über die Facebook-App das bestätigen. Dann unterstützen sie auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung wieder über die App, ja, über SMS oder auch einen FIDO2-Schlüssel. Das heißt, die unterstützen als zweiten Faktor solche diese Schlüssel wieder. Nicht als Kennwortlose, leider nicht kennwortlos. Aber immerhin, mir ist es aber sonderbarerweise, und das war der einzige Fall, abgesehen von der vom Sonderfall Apple, ja, ist es mir nur gelungen, das Ganze mit dem Google Chrome einzurichten. In Microsoft Edge und in Firefox, ja, ist mir diese Option nicht angezeigt worden mit dem Sicherheitsschlüssel. Ja, da sind mir die anderen Optionen angezeigt worden, aber das mit dem Sicherheitsschlüssel, den hinzuzufügen zum Facebook-Account, ist nicht gegangen. Ja. Auch die Anmeldung mit dem Sicherheitsschlüssel hinterher ist nicht gegangen. Ja? Ist auch nur unter Chrome gegangen. Also warum Facebook da nur den Google Chrome und der Microsoft Edge ist im Prinzip ja auch ein Chrome-Browser. Ja? Warum sie den nicht unterstützen, ist mir schleierhaft. Gut, ist so. Dann Twitter. Twitter ist noch ein bisschen schwächer, aber nicht ganz so schlecht. Licht und Schatten, ja, die unterstützen als zweiten Faktor entweder wieder eine App, ja, das heißt, einen beliebigen Authenticator ist immer gemeint, ja, das heißt One-Time-Passwort. Auch SMS wird hier unterstützt und FIDO2-Schlüssel ohne Einschränkungen. Hat in allen Browsern funktioniert. Super, gibt es nichts dagegen zu sagen. Instagram, über Instagram, das war wieder eine Geschichte. Ja. Deswegen kommt ein großes, trauriges Smiley. Ja. Denn ja, ich konnte das Einrichten nur über die App machen. Ja. Das heißt, man kann nur über die Instagram-App am Handy, nicht über die Website, ja, die zweistufige Authentifizierung einrichten. Und das ist wirklich, wirklich schlecht, ja? Weil das nämlich ein zusätzliches Hindernis ist für viele Benutzer und gerade am PC will man das haben, dass man es einrichtet. Außerdem unterstützt Instagram nicht die FIDO2-Schlüssel, ja, was das zweite Negative ist. Ja? Also Instagram ist von allen Diensten, die ich getestet habe, eigentlich der schlechteste. Ja? Ich weiß ja, warum ich es nicht verwende. Dropbox. Dropbox unterstützt erfreulicherweise kein SMS als Authentifizierungsmethode. Ja, also zumindest konnte ich es nicht einrichten. Ja. Schauen wir mal, vielleicht ist es eine Alternative, weiß ich es nicht, ja, glaube ich nicht. Das heißt nur App und FIDO2-Schlüssel, ja, interessanterweise. Habe ich da zusammengebracht. Da ist nichts auszusetzen, daran konnte ich über die Website relativ leicht einrichten, ja, diesen zweiten Faktor. Ja. Nicht weiter viel dazu zu sagen. Ja, ich habe euch da immer die Schritte, wo ihr das findet, ja, unter welchem Begriff. Meistens findet man es eh unter dem gleichen Begriff, ja, immer draufgeschrieben und wie das dann ungefähr ausschaut, ein Screenshot. Ja. Sehr spannend ist GitHub. GitHub war wirklich spannend. GitHub unterstützt zwar keine kennwortlose Authentifizierung, ist aber beim zweiten Faktor ziemlich weit vorn dabei. Und zwar unterstützt das einmal Klassiker wie App. SMS wird hier nur als Fallback gekennzeichnet. Da kriegt man dann, glaube ich, auch eine E-Mail, wenn wer versucht, über SMS sich zu authentifizieren, eine Warn-E-Mail, ja, und so weiter. Das finde ich relativ gut. Und FIDO2-Schlüssel, aber auch praktisch alle FIDO2-Geräte. Ich konnte bei GitHub nicht ohne zusätzliche App, konnte ich mein iPhone einrichten, ja, als zusätzlichen Schlüssel. Ja, und das ist ziemlich cool. Ja. Da gibt es so einen neuen Standard bei FIDO2. Ich kann auch einen Computer als FIDO2-Gerät einrichten. Ja. Das heißt, ein MacBook oder ein Windows-PC kann sagen, wenn ich von diesem Gerät aus mich authentifiziere, ja, dann ist das Gerät selber der zweite Faktor, weil es ist mein Entwickler-PC beispielsweise. Ja. Also das ist ziemlich gut gemacht. Also GitHub ist auch ziemlich weit vorn dabei, muss man auch dazu sagen, das ist auch Microsoft natürlich. Ja. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass Microsoft bei GitHub auch Dinge testet, ja, bevor sie es also bei anderen Diensten einsetzt. Ne. Das ist ein bisschen ein Testlauf ist. Wie gesagt, einzig und allein, was mir hier bei GitHub fehlt, ist die passwortlose Authentifizierung. Ja, das wäre noch schön. So, und dann ein Bonus, weil das relativ verbreitet ist, ja, habe ich noch Fritzboxen mit ins Programm aufgenommen. Ja. Die Fritzbox, ja, als Beispiel, wahrscheinlich geht das mit anderen Routern, bei anderen Routern auch schon, unterstützt auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, allerdings nur über App.
Ja, das heißt, kein SMS und nichts, das ist auch relativ klar, da steht kein großer Dienst dahinter, das ist ja lokal auf dem Gerät, aber da sieht man, dass man das auch relativ einfach auf eigenen Geräten oder in eigenen Applikationen möglicherweise implementieren kann. Das heißt, bei der Fritzbox ist es tatsächlich implementiert, dass ich eine Benutzeranmeldung zusätzlich mit der App mit einem zweiten Faktor authentifiziere. Relativ wichtig wäre so einem doch relativ kritischen Gerät, finde ich. So, ich habe euch da noch eine Tabelle in die Folien mit aufgenommen, die kriegt ihr nachher, die werden dann verschickt an die Teilnehmer, würde ich sagen. Und gerne jetzt gerne zum ich finde das Thema sehr wichtig, es könnt bitte diese Folien und das Ganze, schickt es ruhig an Freunde, Bekannte weiter. Ja, ich weiß, ich habe bei anderen in der Vergangenheit immer gesagt, ich will nicht haben, dass ihr das weitergebt. Ja, bei dem bitte, George, das kannst du auf die öffentliche Webseite stellen von mir aus. Ja, ich möchte haben, dass dieses Thema möglichst weit verbreitet wird, am besten in ganz Österreich. Ja. Wir werden die Aufzeichnung auf YouTube für alle sichtbar machen. Das ist super. Ja. Ja? Also das ist sehr gut. Ja, das gefällt mir sehr gut. Ja, ich finde, das Thema ist so wichtig. Ich finde, jeder Anwender sollte seine Konten absichern. Ja. Und ich habe hier noch eine Vergleichstabelle gemacht, ja, Vergleich der Dienste mit Schlüsseln und so weiter. Also eine super Geschichte hier, habe ich hier so gemacht, was alles unterstützt wird. Und da sieht man an dem Beispiel auch, dass also die Microsoft-Dienste hier ganz weit vorn dabei sind. Ja, und hier einfach sehr, sehr viel unterstützen. Deswegen haben wir uns sehr lange damit beschäftigt. So, und jetzt kommt der Bonus. Ja, wer hat das gefragt? Der Herbert, glaube ich, oder irgendwer hat das gefragt. Oder Alfred war, wie kann man jetzt diese FIDO 2-Schlüssel unter Windows verwalten? Und das ist relativ einfach, das kann ich euch kurz einmal auch live zeigen. Ja, den einen Schlüssel muss ich eh zurücksetzen. Ja, gleich gutes Beispiel. Wenn wir den gleich zurücksetzen. So, ich stecke den da mal rein. Und könntest du dann auch deinen Bildschirm freigeben, bitte? Ich habe meinen Bildschirm freigegeben, glaube ich. Aha, okay. Ich bin jetzt nur noch bei den Anmeldungen drin. Ich versuche den noch einmal da hinzuzufügen. Also ich sehe zumindest auf meinem zweiten Kontrollmonitor, dass ihr das seht, ja. So, ich werde da mal kurz da schauen, dass ich diesen einen da noch hinzufüge, noch einmal, ob das jetzt diesmal geht. So. Gibt es noch einen kurzen Moment? Das klappt nicht. Ah, der will jetzt diese App nicht mehr. Dann können wir gleich da die Ausweichmethode machen. Machen wir das mit Prüfcode diesmal. Ah ja, eines habe ich euch noch vergessen zu zeigen. Hoppala, das ist falsch. Seine seltenen Fehler, da ist gerade der Code gewechselt. Ah, die App, die geht anscheinend jetzt nicht mehr. Dann machen wir eine andere Methode, da kann man da oben zurückgehen, lassen wir uns anrufen. Das klappt auf jeden Fall. Oder auch nicht. Ich glaube das auch nicht. Außerdem geht mir jetzt, glaube ich, gleich der Akku aus. So, gut, dann zeige ich euch das anders. Ja, das mit der Geschichte, bevor man der Akku ausgeht. Ja, im Prinzip geht es unter Windows wunderbar in den Windows-Einstellungen. Das heißt, ich gehe da in die Windows-Einstellungen hinein. Da sind wir. Ja, und zwar unter Konten hast du hier Anmeldeoptionen. Ich habe es auf der Folie auch noch da. Und da Sicherheitsschlüssel. Ja, also sobald du einmal bei Windows einen Sicherheitsschlüssel verwendet hast, ist es hier drinnen und dann gibt es hier den Knopf Verwalten. So, jetzt sagt er, ich muss auf den Schlüssel tippen, wunderbar. Ja, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, die PIN zu ändern. Ja, dazu muss ich in dem Fall die alte PIN eingeben und eine neue PIN zweimal. Oder falls ich das nicht mehr weiß, die alte PIN, zum Beispiel, dass die PIN vergessen, kannst du den Sicherheitsschlüssel auch komplett zurücksetzen. Mit dem Thema natürlich dann mit der Konsequenz, dass dieser Schlüssel bei keiner der registrierten Anwendungen mehr funktioniert. Ja, das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Ja, aber das ist im Grunde das Ganze, die ganze Geschichte, wie das geht. Ja, geht auf jeden Windows-PC.
auf anderen, auf Linux und Mac, ja, gibt es da ähnliche Optionen auch, allerdings nicht ins Betriebssystem integriert. Hier ist die einzige Methode, die ich gefunden habe, nur in Google Chrome, ja, und Windows und Mac, ja, kannst du, gibt es diese Option Sicherheitsschlüssel in den Chrome-Einstellungen. Es gibt es unter Windows dann lustigerweise nicht, da gesehen Windows integriert, aber unter Mac und Linux kannst du beim Google Chrome über Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit, hast du dort die Option Sicherheitsschlüssel verwalten und dann kannst du dort im Prinzip das Gleiche machen, was du jetzt bei Windows gesehen hast. Das heißt, du kannst hier eine PIN erstellen oder du kannst den Sicherheitsschlüssel zurücksetzen, die anderen Optionen. Du kannst auf deinem Sicherheitsschlüssel gespeicherte Anmeldedaten verwalten. Das gibt es unter Windows gar nicht. Das heißt, da kann man einzelne Sachen löschen. Das ist ganz praktisch auch. Das ist also die Geschichte, wie man es unter Mac und Linux macht. Ja, ist ein bisschen besser sogar als die Windows-Variante. Ja, das ist es auch so. Ja, jetzt bin ich da am Ende von meinem von dem ganzen Vortrag. Und wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch zu diskutieren wollt und so weiter, finde ich das super. Oder ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte jetzt heute den Abend damit verbringen, alle meine wichtigen Dienste mit Zwei-Faktor-Authentifizierung abzusichern den Rest des Abends. Ja? Kleine Hausaufgabe sozusagen. Ja, im Chat sind, glaube ich, ein paar Meldungen drin, weil ich es nicht gesehen habe. Die Sachen, die ich gelesen habe, ist nichts Neues da. Und so, wenn jetzt bei dem einen Gerät mir, ich werde jetzt die Bildschirmfreigabe beenden, um ein bisschen Akku zu sparen. Das andere Gerät ist eh noch ein bisschen besser mit dem Akku. Und da, falls jetzt eine Gerät jetzt ausfallen sollte, da habe ich das Mikrofon am Laufen, dann würde ich aufs andere Gerät einfach umsteigen. Ne? Kein großes Problem. Gut. Fragen, Diskussionsbeiträge? Ja, ich. Ja, George. Jetzt. Ja. Das war unheimlich umfangreich und nimmt ja auch die gesamte berufliche Firmenumgebung auch mit. Und das ist für mich fast schon verwirrend. Was mich interessieren tät, ist, das muss auch nicht heute sein, das kann man mit einer E-Mail verteilen. Was wäre für einen Privatanwender, der ein Microsoft-Privatkonto hat, der einfachste Weg, um damit über die Runden zu kommen? Ich würde gar nicht unter 100 Möglichkeiten wählen und ausprobieren, welche man besser kann und welche schlechter. Okay. Ich würde gerne eine empfohlen bekommen. Das war das eine. Ja. Das zweite ist, wenn ich mich mit dem Microsoft Authenticator rumspielen möchte, ich habe den Google Authenticator bis jetzt verwendet für etliche Anwendungen, kriege ich die irgendwie in die Haare gegenseitig? Weil nicht. Nein. Ich werde gleich beide Fragen auf einmal beantworten. Ja? Erstens einmal Microsoft Authenticator, generell, was ist meine Empfehlung ist. Beim Microsoft-Konto würde ich passwortlose Authentifizierung machen. Ja? Und das wollte ich euch noch kurz zeigen, wie das geht, nachdem da meine App da jetzt gerade das Telefon, da mein Konto schon weg ist wieder, nicht mehr funktioniert hat aus irgendeinem Grund. Werden wir das jetzt kurzerhand löschen, das Konto, und das neu einrichten. Dann kann ich euch das zeigen. Ich zeige euch jetzt... War das jetzt gelöscht oder nicht? So, das starten wir dann einmal neu. Das ist immer noch drin, das Konto. Okay, gut, schauen wir, ob das klappt. Ich richte das noch ein. Ich mache jetzt absichtlich kein Bildschirmfrei, aber ich mache gleich eine Bildschirmfreigabe hier. Weil ich muss nachher euch was zeigen. Das ist mir nämlich, relativ wichtig. So, machen wir es fürs Microsoft-Konto. Das ist eine gute Idee gleich. Ja? So, Bildschirm freigeben. Desktop freigeben, sehr gut. So, und gehen wir zum Microsoft-Konto. Das habe ich da nämlich eh noch nicht gemacht auf dem Konto, auf dem PC. So, warte mal, machen wir das auf Vollbild. So. Und gehen wir zum Microsoft-Konto, das heißt Outlook.com zum Beispiel. Ja. So, da bin ich angemeldet, macht nichts, ja, beim Microsoft-Konto. So, alles klar, von mir aus. So, und dann möchte ich jetzt dieses Telefon da hinzufügen. Und
für dieses Konto. Das schalte ich jetzt kurz mal um. So. Und da sage ich mein Microsoft-Konto. Und ich, also meine Empfehlung ist eigentlich immer, möglichst das mit einer App am Handy zu machen. Ja? Bei allen Diensten, wenn das geht. Und das ist eigentlich bei allen Diensten der Fall. Außer bei Apple. Das ist meine Empfehlung, das mit einer App am Handy zu machen, sofern man keine latente Handyallergie hat. Ja. Wenn man natürlich eine Person ist, ja, es gibt so Leute, die sagen, ich habe mein Handy nicht immer mit, oder mein Vater ist es zum Beispiel, der mag das Handy, der lässt das Handy grundsätzlich immer zu Hause und nimmt dann den Urlaub mit und so weiter. Wenn man so eine Person ist, wenn man beispielsweise eine Person ist, die den Handy-Akku ständig leer hat, ja, das kann natürlich auch sein, dann solltet ihr vielleicht doch darüber nachdenken, solche FIDO2-Schlüssel anzuschaffen. Ja. Das ist auch eine Variante. Gut, aber gehen wir mal das mit der App durch, weil ich glaube, das ist so das, was für die meisten am besten ist. Das heißt, hier bin ich im Microsoft-Konto drin und da sage ich hier Sicherheit. Und da kann ich jetzt hier zusätzliche Sicherheitsoptionen auswählen. Und jetzt muss ich da einmal mich bei einem Gerät anmelden, das Mama, weitere Anmeldemöglichkeiten, ich mag das jetzt nicht. Windows Hello wird jetzt da wahrscheinlich nicht gehen. Mach mal ein Kennwort verwenden, das geht. So, das habe ich gleich schon drinnen. Ja, okay, ausnahmsweise würde ich mit Kennwort anmelden. Und dann sage ich hier, Möglichkeiten zum Nachweisen. Da habe ich sogar das MacBook sozusagen, das ist hier so als zweiter Faktor drin, das wird unterstützt, da steht zwar Windows-PC verwenden, aber da wird also auch ein MacBook hier unterstützt. Und jetzt sage ich hier neue Möglichkeit hinzufügen und ich möchte jetzt hier die App verwenden. Und die habe ich schon, ja, sagt man mal jetzt herunterladen, okay, das tun wir gleich wieder weg. Ja. Die habe ich eigentlich schon. Und da muss ich mich auf der App mit dem Konto anmelden. Gut, das machen wir mal. Das heißt, ich schaue mal, dass ich das euch zeige. So. Und dann machen wir jetzt da die Schreibtischansicht. So, sehr gut. Und so sieht man das halbwegs. So, gut. Weil jetzt der Plus sagt, da persönliches Konto bei Microsoft anmelden und sage jetzt hier, gebe da meine Microsoft-E-Mail-Adresse ein. Und bitte schickt mal die E-Mail-Adresse nichts, die überprüfe ich nur relativ selten. Gell? Also es ist relativ sinnlos, wenn ihr euch die jetzt da merkt. Von mir habt ihr alle meine E-Mail-Adresse. Aber das ist nur so eine, das ist ein paar Kennwort auch noch. Moment, das haben wir da auch. Oh. So. So, das tue ich euch jetzt nicht zeigen. So. So einfach geht's, gell? So schnell geht's, ja. So. Wobei, das ist eher Wahnsinn, das Kennwort. Das wird jetzt eher. Beschreib's noch ein bisschen ausführlicher. Vielleicht kommen wir drauf. So, warte mal. Ich glaube, selbst wenn ich euch das zeigen würde, wird das eigentlich nicht merken. Ja, ich sehe, macht einen schnellen Screenshot oder so. Ja. Also mir vertippt auch noch so. So, jetzt stimmt's. Ist doch gescheit. Was habe ich mir bei dem Kennwort gedacht? So, gut. Also da braucht bei dem Kennwort braucht man keinen zweiten Faktor, ganz ehrlich. So. Und ja, jetzt mal die Kamera für was anderes verwenden jetzt.
So. Sorry, ich muss jetzt kurz da das auf dem Telefon bestätigen, die Anmeldung, sonst geht überhaupt nichts weiter. So, jetzt geht's. So, Konto wird hinzugefügt. Das schaut gut aus. Jetzt kann ich euch das dann gleich wieder zeigen, alles. So, da können wir auch wieder da die Kamera positionieren. Sehr gut. So, gut. So, das aktivieren. So, fertig. Hier will ich eigentlich nicht. So. Springen. So, fertig. So, jetzt habe ich da das Microsoft-Konto hinzugefügt, ja, wie ihr seht. Und jetzt gehe ich da wieder weiter zu der Webseite da. Jetzt sage ich da Einrichtung zur kennwortlosen Anmeldung abschließen. Jetzt sage ich weiter. Ja, und fertigstellen. Und das war es auch schon. Ja. Und jetzt ist es gleich für kennwortlose Authentifizierung auch eingerichtet, das, die App. Ja. Das heißt, das würde jetzt hier klappen auf dem Gerät, die kennwortlose Authentifizierung, so einfach ist es. Und bei allen anderen Dingen schaut die ganze Geschichte so aus, wenn ihr also jetzt irgendeinen anderen Dienst habt und ihr wollt diese One-Time-Passwörter einrichten, dann macht ihr bei Microsoft Authenticator, wenn ihr den verwenden wollt, hier auf das Plus, dann sagt ihr anderes Konto. Ja. Und jetzt scannt ihr hier, seht ihr schon, ist die Kamera hier aktiviert, scannt ihr mit der Kamera den QR-Code, den ihr am Bildschirm seht, ein und das war es auch schon. Ja? Schon habt ihr das synchronisiert und das funktioniert. Ja? Du kannst aber, um die zweite Frage von George auch noch zu beantworten, du kannst natürlich auch den Google Authenticator, du kannst beliebig viele Authenticator-Programme parallel auf deinem Smartphone verwenden. Du kannst sogar mit dem gleichen Konto mehrere Authenticator-Apps einrichten oder zum Beispiel mehrere Geräte. Ich habe zum Beispiel absichtlich, also hier auch zum Beispiel mein iPhone und dieses Android-Telefon teilweise bei den verschiedenen Diensten aktiviert. Das heißt, die meisten Dienste, ich glaube alle sogar, unterstützen es auch, dass du mehrere Authenticator-Apps mit ihnen registrierst, sodass du da auch ein Backup hast, wenn eine mal nicht funktioniert oder du ein Gerät verloren hast. Ja. Genauso wie du ja auch die Sicherheitsschlüssel und eine Authenticator-App. Es richtet zurück mehrere Methoden ein für die Mehrfaktor-Authentifizierung. Dann habt ihr sozusagen immer die Sicherheit, dass irgendwas funktioniert. Man kann sich also diese FIDO 2 Keys auch kaufen, einfach nur als Backup, ja, falls die andere Methode, falls das mit der App nicht funktioniert. Meistens verwende ich auch die App und diese Schlüssel habe ich teilweise für Demonstrationszwecke oder eben als Backup, ja, falls die App mal nicht funktioniert. Lassen Sie die außerhalb von Amazon auch kaufen? Und wo? Wahrscheinlich. Ich muss da mal auf Geizhals oder so schauen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber YubiKey hat einen eigenen Store bei Amazon und YubiKey ist der Marktführer. Ich glaube, bei YubiKey direkt. YubiKey, glaube ich, verkauft direkt nur an große Unternehmenskunden ab bestimmten Stückzahlen. Ja. An Privatkunden verkaufen sie nur über Amazon, soweit ich weiß. Ja. So, andere Fragen? Ihr wollt alle jetzt schon eure Zwei-Faktor-Authentifizierung bei den Diensten einrichten, glaube ich, gell? Starten damit. Das heißt, ihr wartet jetzt auf die Folien, damit ihr immer den Eingangspunkt habt überall, gell? George, gell, möchtest du schnell die Folien verschicken? Nee, langsam. Also, ja. Ich würde sagen, damit die einzelnen Interessenten, die also losschlagen wollen, auch in der Aufzeichnung nachschauen können, hat es erst dann Sinn, wenn die Aufzeichnung gerendert ist und auf YouTube liegt. Ja. Oder auf der Clubcomputer intern Seite. Das ist ja ganz wurscht, wo man es anschaut. Das ist das eine. Das zweite ist, dann kann ich dort auf der Clubcomputer Seite, sind für alle Mitglieder auch die PDFs und so weiter zu sehen. Leute, die nicht Mitglieder sind, können die Aufzeichnung auf YouTube schauen. Mhm. Dann hat es einen Sinn, dass man in der Aufzeichnung nachschauen kann, wie war das.
Ich denke mal, es müsste aber eigentlich auch von, insbesondere von Microsoft eine Anleitung geben, wie man das alles macht. Gibt es sicher, weiß ich aber jetzt nicht. Ich finde es sinnvoll, einfach diese Eingangspunkte zu haben. Das meiste ist dann eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ja? Also es ist ziemlich gut erklärt dann eigentlich, wenn man diesen Eingangspunkt einmal hat. Und dann einfach den Anweisungen folgt. Gut? Gut. Noch Fragen? Dann fangen wir mit dem Countdown an, wenn nicht. Wunderbar, Thomas. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich sowohl beim Roman für diesen außerordentlich umfangreichen und exquisiten Vortrag und bei allen, die zugeschaut und zugehört haben und den Versuch unternommen haben, das alles auch zu behirnen gleichzeitig. Weil es ist ein bisschen viel gewesen auf einmal und gut, dass man das aufzeichnet, man kann dann mal nachschauen. Ja. Ich habe übrigens noch ein kleines Postskriptum, weil ich gerade im Chat etwas lese, ja. Wo ich noch eine kleine Anmerkung dazu habe. Und zwar hat der Adolf gemeint, dass es schafft Abhängigkeiten von anderen Geräten. Ja, das stimmt. Ja. Aus dem Grund, ich habe das selber leidvoll erfahren. Ich habe im Urlaub ich habe diese S-Identity-App von der Erste Bank und ich habe im Urlaub bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, zusätzliche Gesichter und so weiter mit der Face-ID ein bisschen herumzuspielen vom iPhone. Ja? Ich habe das nur auf dem iPhone drauf gehabt. Daraufhin sperrt sich diese S-Identity-App und meint, sie möchte jetzt wieder freigeschaltet werden mit irgendeinem PIN-Code, den ich nicht gehabt habe und so weiter und den ich dann versehentlich ein paar Mal falsch eingegeben habe und so weiter. Daraufhin muss man bei der Erste Bank, zu einer Erste Bank fahren, kann man sich im Prinzip mit der Karte beim Kontoauszugsdrucker so einen Aktivierungscode wieder rausdrucken lassen. Ja, das geht, das ist kein großes Thema, kein großes Ding, außer, dass ich dann zu dem Zeitpunkt gerade im Ausland war. Das heißt, finde eine Erste Bank im Ausland, ja, ist also nicht gegangen. Ja, ab dem Zeitpunkt gelernt, Learning, ja, bezüglich mehrere Geräte und so weiter, ja. Ich habe dann die S-Identity-App zusätzlich auch noch auf einem iPad eingerichtet, ja, weil mit einem zweiten Gerät kann man auch das erste wieder freischalten. Das heißt, meine Empfehlung ist, ja, wann immer mit Zwei-Faktor-Authentifizierung macht, ja, wird es nicht eure Telefonnummer und die Authentität am gleichen Handy haben, ja, das ist blöd, ja, sondern gebt vielleicht auch die Telefonnummer von mir aus, von eurer Frau, von eurem Lebensgefährten oder wen auch immer an, ja, das ist okay, oder ihr habt vielleicht zwei Geräte, wie ein Tablet und ein Handy oder so etwas, ja, und dann installiert halt eine Authenticator-App auf beiden Geräten und registriert auch beide Geräte bei den Diensten, ja, das ist genau eine Minute mehr Arbeit oder zwei, ja, und ihr habt einfach diese Sicherheit, ja, irgendeins von den Geräten. Hallo? So, jetzt hört sie mich wieder über das andere Gerät. Ja. Umgeschalten, weil mein Audiogerät hat jetzt gerade den Akku aufgegeben, aber egal. Also das wollte ich noch sagen. Ich hoffe, es ist alles rübergekommen. Einfach zwei Geräte registrieren, zwei verschiedene, ein Tablet und ein Telefon oder man hat vielleicht ein Ersatztelefon, das man hat, ja, Smartphone und so weiter. Das ist also mein Tipp, ja. Registriere zurück möglichst viele von den Geräten, es ist völlig egal. Ja. Es wird nicht unsicherer, wenn ihr mehr Geräte registriert. Ihr habt nur die Sicherheit, dass es auf jeden Fall irgendwie funktioniert. Gell? Ich möchte noch darauf hinweisen, dass wir eine Computer-Plaudergruppe haben auf WhatsApp. Und die dort teilnehmen, der Roman tut das nicht, weil ich WhatsApp mag. da könnten wir, weil es da Probleme gibt, uns ein bisschen unterhalten, austauschen. Und wenn es gar nicht geht, werden wir den Roman zu einer zweiten Session holen. Ja, du schickst uns per E-Mail weiter und ich gebe dann die Antwort ein und du postest die Antwort in die WhatsApp. Ja, wenn es so einfach ginge, ja. Okay. Ja. Weil meistens sind das, ja, okay. Das ist keine einfache Frage normalerweise. Sondern das sieht man, wie man das macht. Das ist die übliche Frage. Ja. Gut, also das ist eine Möglichkeit, in der Plaudergruppe noch weiter an dem Thema zu bleiben. Gut. Thomas, ich wünsche euch einen schönen Abend noch und wünsche, nachdem ihr ja lange nichts essen habt, dir einen guten Appetit. Dankeschön, danke. Ciao. Ciao, ciao, ciao.